Es sei mir erlaubt, einen Satz zu erwähnen zu den Vordenkern für Osttirol. Vordenken für Osttirol ist ein Gemeinschaftsprojekt von Osttirolern für Osttirolerinnen. Die heutige Veranstaltung wurde organisiert von der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Arbeit. Vordenken für Osttirol besteht aus mehreren Arbeitsgruppen. Ganz besonders darf ich natürlich jenen Mann begrüßen, der heute uns in dieses spannende Thema hineinführen wird. Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer studiert in Freiburg Medizin, Psychologie und Philosophie. Nach seiner Habilitation für das Fach Psychiatrie war er als Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg tätig. Forschungsaufenthalte in den USA prägten das weitere wissenschaftliche Werk von Manfred Spitzer an der Schnittstelle von Neurobiologie, Psychologie und Psychiatrie. Seit 1997 ist Manfred Spitzer ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. 2004 gründete er das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Herzlich willkommen hier in Osttirol, herzlich willkommen in Ustorf-Devand, Professor Dr. Manfred Spitzer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, ich hoffe, es gibt viele Antworten auf unter anderem diese Fragen und ich hoffe, ich kann Ihnen heute... Ich hoffe, ich kann Ihnen heute vor allem über Ihr Gehirn was mitteilen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Sie haben alle ein Gehirn, Sie haben es dabei, kommt ohne Gebrauchsanleitung. Deswegen ist es manchmal ganz gut, man lernt ein bisschen darüber, wie es funktioniert. Und unter anderem das mache ich. Ich werde dann auch noch ein bisschen einen Ausblick geben über künstliche Intelligenz, was das ist, was das kann. Sie haben Schachspielen erwähnt und es gibt viele andere Beispiele. Medizinische Diagnosen gehören auch dazu und viele andere Dinge, die man damit gut machen kann. Aber natürlich gibt es da auch wieder Probleme. Nehmen die uns alle irgendwann die Arbeitsplätze weg? Ich persönlich glaube das nicht, sondern es wird so sein, wie es immer ist. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir Maschinen haben, die bestimmte Dinge besser können als wir. Wir haben heute schon Bagger, die stärker sind als wir. Dann haben wir halt irgendwann mal auch Maschinen, die bestimmte Dinge schneller machen können im Kopf. Dass ein Computer schneller Kopf rechnet als wir, da haben wir uns auch schon dran gewöhnt, ist nicht schlimm. Aber mittlerweile gibt es eben auch Maschinen, die tatsächlich selber lernen, irgendwas selber lernen und dann selber was können. Wir wissen nicht warum, aber sie können es und sie können es dann zum Teil auch besser als wir. Und das ist ein Problem, weil wenn wir nicht wissen, warum sie was machen, wissen wir auch nicht, ob sie immer alles richtig machen. Weil wir haben ja keine Ahnung, wie sie eigentlich das machen, was sie machen. Und da fängt das Problem an und hört aber noch lange nicht auf. Ich fange ein bisschen grundlegend an. Diese Herren haben Sie vielleicht noch nie von dem gehört. Einer der intelligentesten neben Albert Einstein, die im letzten Jahrhundert gelebt haben, John von Neumann. Der war nebenbei mit Einstein zusammen in Princeton, als dann irgendwie die deutschen Denker und Wissenschaftler alle in die USA gegangen sind. Auch Jude wie Einstein und hatte eben in Princeton am Center for Advanced Studies, was für Einstein und für ihn letztlich in Princeton gegründet worden war, seinen wissenschaftlichen Werdegang im Wesentlichen gemacht. Was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel die Computer, die wir heute verwenden, erfunden. Das sind alles sogenannte von Neumann-Computer. Und der hat sich die ausgedacht. Und er hat sich eben ausgedacht, dass es bestimmte Hardware gibt. Und ich will das mal, also das sind die wir heute benutzen, die werden immer schneller und immer besser und immer kleiner und immer billiger. Ja. Und die Programme, mit denen die Computer arbeiten, denn es gibt, das ist eben der Witz am von Neumann-Computer, den kann man programmieren und dann macht er, was immer ihm sagt, was er machen soll. Ja. Und diese Programme, die werden heute von Millionen von Menschen geschrieben und wurden über Jahrzehnte schon von Millionen von Menschen geschrieben, deswegen gibt es heute fast nichts, für das es nicht ein Programm gibt. Sie kennen alle die 100.000 Apps, das sind ja auch alles nichts weiter als Computerprogramme. Die heißen halt jetzt Apps, das ist irgendwie modern, eigentlich könnte man sagen Computerprogramm. Und jeder, der ein Problem hat, denkt sich eine Lösung aus, programmiert die und verkauft es oder stellt es umsonst ins Netz und dann gibt es das eben auch.
Wichtig ist der Unterschied zwischen Computer und Gehirn. In dem Computer gibt es einen Chip, der rechnet, verarbeitet Informationen und es gibt ein Bauteil, das war früher eine Festplatte, heute ist es zum Teil auch ein Chip, das speichert die Informationen. Im Gehirn ist es anders. Da gibt es nur Nervenzellen. Und diese Nervenzellen, die verarbeiten Informationen und dadurch, dass sie das tun, speichern die Informationen. Das heißt, es gibt im Gehirn gibt es keine Trennung von Verarbeitung und Speicherung. Ganz wichtig. Weswegen es eben ganz große Unterschiede. Wir sagen oft, ach, mein Gehirn oder wir sagen, mein Computer hier oben tut nicht richtig. Aber es gibt nichts, was verschiedener wäre als ein Gehirn und ein Computer. Ja, man kann sagen, die verarbeiten beide Informationen, aber das war es dann auch schon. Ja. Denn die einen haben viele Verarbeitungseinheiten und unser Hirn hat etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Die neueste Schätzung ist 86 Milliarden. Also, man kann sich merken, es ist einfach viel. Ja. Und so ein Computer, der hat halt ein paar Funktionseinheiten, aber eben nur ein paar. Die Geschwindigkeit von einem Computer ist Milliarden von Rechenschritten pro Sekunde. Eine Nervenzelle, die bringt es auf, wenn es hochkommt, ein paar hundert Rechenschritte. Die ist also extrem langsam. Ja. Wenn man aber viele davon hat, dann macht man die Langsamkeit wieder mit der Menge wett. Das ist bei uns so. Ja. Und wie viel unser Hirn speichern kann, das weiß niemand. Was interessant ist, ist nochmal das Letzte hier. Wenn der Computer abstürzt, das wissen Sie alle, dann tut er halt nimmer. Für Gehirne gilt was anderes. Die gehen mit Würde kaputt. Das heißt, da geht da was kaputt und da und da und da und sie merken nichts. Und es ist oft so, dass schon ganz viel kaputt sein muss, damit sie überhaupt merken, dass das Gehirn nicht mehr richtig tut. Ich sage Ihnen auch gleich Beispiele von Gehirnen, die sehen gar nicht gut aus und die tun trotzdem. Wie viel Sie wissen und wie viel Sie schon gelernt haben und wie Sie dieses Wissen nutzen, da möchte ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Das sind zwei Sachen. Die eine Sache heißt Bubu und die andere heißt Kiki. Wer von Ihnen glaubt, dass das hier Bubu und das Kiki ist? Hand hoch. Wer von Ihnen glaubt, dass der Kiki und der Bubu ist? Hand hoch. Ja. 98% der Weltbevölkerung, hat man untersucht, finden, das ist Bubu und das ist Kiki. Warum? Könnte man lange drüber reden. Und irgendwann kämen Sie auf eine Erklärung und die ist falsch. Deswegen können wir die gleich abhaken. Denn Sie könnten ja vielleicht sagen, naja, den nenne ich doch rund und den nenne ich spitz. Und rund klingt eher nach Bubu und spitz eher nach Kiki. Hätten Sie irgendwann gesagt, stimmt's? Ja, das ist aber falsch. Warum ist das falsch? Ganz einfach, weil es 7000 Sprachen gibt und rund heißt nicht überall rund und spitz heißt nicht überall spitz. Aber überall auf der Welt ist das Kiki und das Bubu. Warum? Nun, ich mache es kurz. Nehmen Sie an, Sie sägen den und den aus Sperrholz aus und hauen drauf. Dann klingt der Bumm. Und der klingt irgendwie... Sind Sie... Wenn ich Sie gefragt hätte, wie klingen die, wenn man draufhaut, hätten Sie mir das gesagt. Warum? Weil Sie einfach mit Objekten umgegangen sind. Sie wissen, was passiert, wenn ich hier dran haue. Da macht es nicht Bumm, ja, sondern so. Und das wissen Sie alles. Und wenn ich Ihnen schon so eine dumme Frage stelle, wie die Dinger heißen, also die haben keinen Namen, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Und das sind einfach nur hingemalte Dinger. Ja? Aber wenn ich Sie schon frage, wie die heißen, und dann Ihnen zwei Vorschläge mache, Bubu und Kiki, dann haben Sie was, um mir zu antworten, nämlich Ihre, ich sag mal, ganz normale Alltagsphysik. Und von der wissen Sie ja einen Namen, der klingt manchmal so wie das Ding, was man nennt, und deswegen könnte es eher Bubu und es eher Kiki sein. Das ist ganz, ganz vernünftig. Ja? So haben sie es gemacht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Wenn Sie das einen Computer fragen, der würde Ihnen keine Antwort geben können. Der würde sagen, blöde Frage, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ja. Da sehen Sie auch schon mal einen großen Unterschied zwischen einem Computer, und zwar, ich meine jetzt her, wenn ich Computer sage, meine ich immer herkömmliche Computer. Und da meine ich noch nicht die lernenden Computer, die wir heute haben, für die rede ich nachher noch kurz. Bleiben wir mal zunächst beim Hirn. Rechts ist ein ganz normales Hirn, das kann man heute alles gut untersuchen. Einmal schneidet man so durch und guckt von oben drauf und einmal schneidet man so durch und guckt von da drauf.
Und diese Schnitte, die macht man heute mit Geräten, die heißen Tomographen, in der Radiologie gibt es die, früher ging das mit Röntgenstrahlen, heute geht es mit Magnetfeldern, völlig ohne Belastung. Und hier sehen Sie auch so ein Bild von einem Gehirn. Und da muss man, glaube ich, kein Fachmann sein, um zu sehen, dass das hier nicht so gut aussieht. Ja, also richtig furchtbar. Hier fehlt 85%. Und dieses Gehirn gehört zu einem 43-jährigen französischen Beamten, verheiratet mit zwei Kindern. Der hatte gar nichts. Der war gesund. Der hat zufällig mal einen Gehirnscan bekommen und dann kam das raus. Und dann haben es die Mediziner, die den Scan gemacht haben, sofort publiziert. Warum? Nach dem Motto, das gibt's doch gar nicht. Ja. Denn wenn Sie das Bild einem Radiologen zeigen, dann sagt er, was wollen Sie, der Mann ist doch tot. Ja. Wenn 85% vom Hirn fehlt. Nochmal, der hatte gar nichts. Wie kann das sein? Und die Frage möchte ich kurz mit Ihnen beantworten. Das habe ich in klein Ihnen schon gezeigt, das ist eine Nervenzelle. Eigentlich haben Sie gelernt, wir haben kleine graue Zellen im Kopf. Und jetzt zeige ich Ihnen eine gelbe. Was stimmt denn da nicht? Antwort, das Bild. Denn Sie haben keine gelben Zellen im Kopf. Sie können aber von den kleinen grauen Zellen im Kopf kein Bild machen, denn auf dieser Fläche sind 200 von denen. Und zu jeder Zelle, wie man hier, wenn man ganz nah rangeht, sieht man so Fasern ankommen. Und zu jeder einzelnen Zelle kommen nicht die paar Fasern an, die Sie eben gesehen haben, sondern bis zu 10.000. Und wenn Sie hier 200 solche Dinger sehen würden, plus zu jedem 10.000 Fasern, würden Sie überhaupt nichts mehr sehen. Außer einem Geknäule und Gefilze dichtest gepackter Fasern und Zellen. Und ich erzähle Ihnen das nicht. Wie macht man so Bilder? Man nimmt Fluoreszenzfarbe mit einer winzigen Spritze, spritzt die in ein Stück Hirngewebe rein, hofft, dass man ein Neuron trifft. Wenn man eins trifft, dann verteilt sich die Farbe in der Zelle und dann, wenn man mit dem Licht drauf scheint, dann sieht man halt nur die gelbe Farbe und sonst nichts. Und das ist der Witz von so einem Bild. Und ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie morgen Nervenzellen fotografieren, weil Sie jetzt wissen, wie es geht, sondern damit Ihnen klar ist, ich weiß, dass Sie alle schon so Bilder gesehen haben von Nervenzellen. Die sind in jedem Schulbuch drin, die kommen manchmal in der Zeitung oder in Zeitschriften. Nervenzellen haben Sie alle schon gesehen. Aber es sind alles Kunstprodukte, weil die meisten sind gemalt, manche sind fotografiert, aber dann hat man es eben so gemacht, dass man eine hervorgehoben hat und die anderen sieht man nicht. Ja? Weil eine Nervenzelle gibt es eigentlich nicht. Was es gibt, sind ganz viel eng dicht gepackte Nervenzellen. Nochmal, sonst würden hier oben ja keine 100 Milliarden reinpassen. Die sind natürlich auch winzig klein. Aber nochmal, genau genommen 86 Milliarden haben Sie von den Dingern hier oben. Und die sind miteinander verbunden über Kabel und jede Nervenzelle mit bis zu 10.000 anderen Nervenzellen verbunden. Diese Verbindungsstellen, die haben Namen, hier sehen Sie es, die heißen Synapsen. Jeder Schüler lernt heute, wie so eine Synapse funktioniert, dass es die gibt und dass da ein elektrischer Impuls kommt, der auf chemischem Wege, super Bild, das ist gemalt. Ja. Gelber Strom, ja, wird giftgrün, das muss Chemie sein. Also ein elektrischer Impuls wird auf chemischem Wege übertragen. Sieht man wunderbar. Nur wieder, dazwischen ist nicht Luft, ja? Dazwischen sind ganz viele andere Kabel und noch Zellen und so weiter. Es ist ein dichter Filz, das Bild stimmt wieder nicht. Man hat es halt mal hingemalt und solche Bilder sieht man auch heute ganz viel. Ich habe das nicht in der Schule gelernt. Da gab es das noch nicht als Schulstoff. Ich habe das irgendwann mal an der Uni hatten wir das mit Synapsen, ziemlich im Anfang. Und da habe ich irgendwann mal mir eine Frage überlegt, weil eigentlich kann man sich doch, wenn man, es heißt ja immer, der Impuls, der muss von da nach da. Und der geht auch elektrisch da weiter. Und die Frage, die ich dann hatte, war ganz einfach, warum eigentlich dann diesen ganzen chemischen Kladderadatsch? Das wäre doch viel einfacher, wenn das Kabel einfach durchgeht. Da bräuchte man die Chemie nicht. Die Chemie braucht immer Energie. Die Chemie braucht Zeit. Und wenn was Zeit braucht und Energie braucht, dann ist es ineffizienter, als wenn es schnell geht und keine oder wenig Energie braucht, dann wäre es effizient. Warum also diese ganze Ineffizienz? Und wenn Sie mal überlegen, die Anzahl der Synapsen in Ihrem Kopf, die ist ja 100 Milliarden mal 10.000. Das ist 1 Million Milliarden. Also merken Sie sich, echt viel, ja, von den Dingern haben Sie im Kopf.
Und die Frage, die sich stellt, ja, warum eigentlich? Warum geht es nicht schneller und effizienter und mit weniger Energie? Und die Frage habe ich gestellt, warum eigentlich Synapsen? Und mein Professor damals, das ist jetzt schon 45 Jahre her, der sagte, halt deinen Mund. Also so ein bisschen unwirsch war er, nach dem Motto, blöde Frage. Aber der Grund, warum er so unwirsch reagiert hat, war ein ganz anderer. Er wusste es halt auch nicht. Und das war nicht einmal sein Fehler, es wusste damals niemand. Wirklich niemand. Und es ist, das kann ich gleich sagen, aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich nicht der einzige Neurowissenschaftler, der so denkt, aus meiner Sicht ist es die wichtigste Erkenntnis der Gehirnforschung aus dem letzten halben Jahrhundert, dass wir heute wissen, wozu es die Dinger gibt. Nochmal, Sie haben eine 1 mit 15 Nullen, so viele von denen haben Sie im Kopf. Und es wird Sie ja auch interessieren, ja wozu denn? Ja. Das kam so in den letzten zwei Jahrzehnten raus. Dieses Bild ist aus dem Jahr 1999, im Fachblatt Nature publiziert. Hier hat man es tatsächlich geschafft, zwei Synapsen zu fotografieren und vorher zu gucken, was ist bei denen los. An der war nicht so viel los und an der war früher mehr los, da liefen mehr Impulse drüber. Und deswegen sieht die so aus. Da ist noch ein extra Knubbel gewachsen, das oben des Dinges größer geworden. Die Kontaktfläche zwischen den beiden, also zwischen dem ankommenden Teil und dem weiterleitenden Teil, ist größer. Das heißt, von dem gleichen Nervenimpuls kommt mehr durch, als wenn der hier drüber läuft. Und das ist der Witz von Synapsen. Synapsen sind nicht dazu da, damit der Impuls dort drüber geht. Die sind dazu da, damit sie sich ändern können, wenn sie gebraucht werden. Und das gilt für ihr gesamtes Hirn. Das funktioniert mal ganz salopp betrachtet so wie ein Muskel. Wenn Sie Ihren Muskel nicht verwenden und das ein paar Jahre lang machen, können Sie nicht sagen, ich bin eigentlich sehr kräftig. Weil Sie sind nicht mehr kräftig, Sie sind nur dann kräftig, wenn Sie Ihre Muskeln verwenden. Mit Ihrem Hirn ist es genauso. Sie können nicht sagen, ich bin eigentlich hochbegabt, ich mache bloß nichts draus. Also solche vermeintlich hochbegabten Minderleister, wie sie heißen an der Schule, gibt es ja. Und die meinen, das gäbe es wirklich, aber das gibt es nicht. Also sie müssen aus ihrem Hirn schon was machen, damit es gut tut. Sonst tut es halt nicht gut. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Schauen Sie, wir haben ja auch Gene. Und die Gene sorgen dafür, dass ich so aussehe, wie ich aussehe und so weiter. Wenn ich mehr esse, werde ich dicker. Wenn ich weniger esse, werde ich dünner. Aber die Gene bestimmen auch, wie viel dicker und wie viel dünner. Das ist einfach so, die Gene bestimmen viel. Ja? Aber die Gene können nicht bestimmen, wie 100 Milliarden Nervenzellen hier oben über 1 Million Milliarden Synapsen verbunden sind. Wir haben etwa so viel Gene wie der Fadenwurm. Der ist 1 Millimeter lang und hat 302 Nervenzellen. Und die kennt man einzeln mit dem Vornamen. Man kennt auch jede Verbindung. Und bei dem legt die Genetik fest, wie die verbunden sind und wo die einzelnen Dinger sind. Bei uns geht das nicht. Und nochmal, der hat etwa so viele Gene wie wir. Ja. Das heißt, bei uns, wer legt denn bei uns fest, wie die verbunden sind und wie die einzelnen Verbindungen stark oder schwach sind? Ja, wir. Wir krabbeln rum am Anfang und dann irgendwann laufen wir rum und benutzen unser Hirn und dadurch ändern, weil sich die Synapsen mit der Benutzung ändern, genau deswegen haben unsere Sprachzentren zum Beispiel Deutsch gelernt, wenn wir in Deutschland aufgewachsen sind. Wenn wir in China aufgewachsen wären, hätten die Chinesisch gelernt. Da hätten wir da andere Verbindungen in den Sprachzentren, denn es sind die Verbindungen, die dafür sorgen, dass man Deutsch oder Chinesisch oder irgendwelche Sprache kann. Und wenn Sie zwei Sprachen können, haben Sie halt noch ein paar mehr Verbindungen. Und wenn Sie drei Sprachen können, haben Sie noch mehr Verbindungen. Und das sorgt dafür, dass die Sprachzentren insgesamt noch besser funktionieren. Also wenn Sie mehrere Sprachen können, dann sind Sie nicht schlechter in der einzelnen Sprache, sondern Sie sind tatsächlich besser, weil die Sprachzentren noch mehr Verbindungen haben und deswegen noch manche Verbindungen da sind, die Sie eigentlich für die eine Sprache nicht brauchen, aber weil Sie die von der anderen haben, können Sie die eine Sprache auch noch besser. Das ist wirklich so. Deswegen ist es auch so, dass wenn Sie 5 Sprachen können, dann lernen Sie die 6. schneller, als wenn Sie nur eine Sprache können. Das klingt eigentlich paradox, oder? Das ist es nicht. Schauen Sie, die Festplatte hier, die hat die Eigenschaft, wenn sie 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn sie 95% voll ist, hat jeder schon mal das Problem gehabt, dann passt nicht mehr viel rein. Und wie ist es mit Ihrem Hirn?
Es hat eine ganz paradoxe Eigenschaft. Haben Sie mal jemanden getroffen, der gesagt hat, du, ich kann 5 Sprachen, also meine Sprachzentren sind langsam voll? Nein, und Sie würden lachen, wenn einer das sagen würde. Ne? Sie würden sagen, hey, Moment mal, die Wissenschaft hat doch festgestellt, dass es Leute gibt, die 20 Sprachen können und die lernen die 21. in 6 bis 8 Wochen. Das ist Tatsache. Warum? Weil sie schon 20 können. Und wenn einer schon 5 kann, lernt er die 6. ja schneller, als wenn er nur eine kann. Sind wir uns einig? Wenn einer 5 Musikinstrumente kann, lernt er das 6. schneller, als wenn er nur 1 oder gar keins vorher kann. Und wenn er eine Werkstatt im Keller hat und es kommt ein neues Werkzeug raus, dann lernt er dieses Werkzeug schneller benutzen, als jemand, der noch nie ein Werkzeug, irgendeins in der Hand gehabt hat. Sind wir doch einig? Je mehr Sie können und je mehr Sie wissen, desto leichter ist es, weiter zu lernen und weiter neue Kenntnisse zu erwerben. Das ist Fakt. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Komme ich gleich wieder drauf. Nun, zunächst mal ist jetzt auch klar, warum das ganz rechts habe ich Ihnen gezeigt, das Hirn. Das sind 2 andere, nur damit Sie sehen, es gibt öfters mal so einen Fall. Die werden immer gleich publiziert, wenn man sie findet, nebenbei. Und ich habe jetzt schon um die 20, weil ich sammle die. Ja, weltweit kommt ab und zu. Das ist ein Münchner Lastwagenfahrer in der Mitte. 51 Jahre alt, der hatte gar nichts. Und dann hat er mal Kopfweh gehabt, hat man ihn in den Scanner gelegt und hat das Bild gemacht. Sofort publiziert. Weil wieder, wenn Sie das Bild einem Radiologen zeigen, sagt er, der Mann ist tot. Ohne das Stück Hirn hier vorne, also alles weg, ja, wenn Sie das hätten, jetzt wären Sie tot. Genauso, wenn Sie das da hinten hätten, jetzt wären Sie tot. Das ist das älteste Bild von denen, ist über 20 Jahre alt. Die Geschichte geht ganz kurz so, das war ein Mädchen, die hat im Alter von 3 Jahren eine Entzündung hier, die drohte auf die Hirnhälfte überzugreifen und da haben sich die Ärzte zu einer unglaublichen Therapiemaßnahme entschlossen, die haben dem Mädchen das halbe Hirn rausoperiert. Weil wenn die Entzündung auf die andere Hirnhälfte übergegriffen hätte, dann wäre das Kind gestorben. Also tot oder halbes Hirn raus, also halbes Hirn raus. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, wir bestellen das Kind, als es dann 7 war, wieder mal ein und gucken, wie es dem geht. Und das ist ein Fallbericht, der ist wirklich im weltbesten Medizinfachblatt damals publiziert. Eine Seite. Und dann schreiben die so schön, naja, wir haben gedacht, da kommt jetzt ein Kind, das ist, weil wenn das Stück Hirn weg ist, dann ist es halb seitengelähmt auf der anderen Seite. Sprachzentren, motorisch, sensorisch, weg. Kind spricht nicht, Kind versteht nichts, Kind sitzt im Rollstuhl, Kind ist schwerst körperlich, geistig behindert. Steht da im Text, haben wir erwartet. Und dann ging die Tür auf und es kommt ein Mädchen reingesprungen. Hinkt nicht, gar nicht. Und spricht 2 Sprachen, nämlich Türkisch und Holländisch, fließend, ohne Sprachzentren. Nebenbei, was glauben Sie, was dann mit Sprachzentren alles geht? Ja? Wenn man ohne Sprachzentren schon locker 2 Sprachen sprechen kann. Ja? Und das war ein ganz wichtiges Bild, weil hier, das hat auch auf die beiden Fälle ein wichtiges Schlaglicht gelegt, denn das zeigt, also wenn uns das passieren würde, jetzt, dann wären wir im Rollstuhl und würden nichts mehr reden und auch nichts mehr verstehen. Aber wenn einem 3-jährigen Hirn sowas passiert, und da muss man dazu sagen, da müssen auch die Rahmenbedingungen glücklich ablaufen, da muss vieles gut klappen, damit das so funktioniert. Aber rein logisch oder philosophisch betrachtet sind das hier Existenzbeweise. Und ein Existenzbeweis hat eine ganz einfache logische Form, nämlich, guck her, sowas gibt's. Mehr ist es nicht. Aber wenn es sowas gibt, dann zeigt es, dass Gehirne in jungen Jahren, also so, ich sag mal zwischen 0 und 3, später nimmer, ja, so unglaublich flexibel sind, dass sie sogar lernen können mit der Hälfte von sich selber, und zwar egal welcher, die vordere oder die linke oder in der Mitte alles, ja, existieren können und sie merken gar nichts. Der ganz Rechte hatte das auch schon früh, von dem weiß man nichts, also, aber der muss das seit früher Kindheit gehabt haben, sonst wäre das nicht möglich. So weit ist man heute auf jeden Fall. Wenn dann Impulse von einem Nervenzell zur anderen und zur nächsten laufen, über Synapsen, dann laufen die, wenn sie mal irgendwo gelaufen sind, umso besser, weil die Synapsen umso besser werden. Das heißt, hier oben entstehen so Laufpfade für elektrische Impulse. So wie Trampelpfade in der Natur entstehen, wenn man immer wieder irgendwie läuft. Lieblingsbeispiel,
Das ist ein Park von oben, ein langweiliger Park, ich gebe es zu, aber da gehen Sie rein und weil es gerade geschneit hat, gehen Sie zum Glühwein kaufen und dann müssen Sie irgendwo hin, dann kaufen Sie noch ein Souvenir für die lieben Kleinen und dann gehen Sie wieder nach Hause. Nicht alle laufen so, manche laufen auch anders, aber die meisten vielleicht. Und wenn die das machen, sehen Sie am Abend, wenn Sie mit dem Hubschrauber drüber fliegen, auf dem Park was. Nämlich Spuren. Und zwar Trampelpfade. Das sind gebrauchsabhängig entstandene Spuren. Die entstehen durch den Gebrauch dieses Parks, im Park. Das gibt es nebenbei wirklich. Ne? So Trampelpfade sehen Sie hier. Eigentlich könnte man ja so laufen, aber nein, da macht man eine Abkürzung. Viele Leute machen das. Deswegen sehen Sie, wenn Sie mal gucken, Sie sehen überall Trampelpfade. Ne? Gebrauchsabhängige Spuren. Und genau so funktioniert Ihr Hirn. Dann laufen die Impulse halt irgendwie so, wie sie laufen, weil da die Pfade so sind, wie sie sind. Deswegen haben Sie vorhin auch Bubu und Kiki gesagt. Ich habe Sie was gefragt und dann liefen die Impulse über Ihr Hirn und habe gesagt, das ist doch klar. Hm? Deswegen, sieht jemand die Kuh? Sehen immer ein paar die Kuh. Hier ist die Kuh. Hm? Und jetzt? Merken Sie was, die Impulse laufen jetzt sofort zum Kuhneuron, ob Sie wollen oder nicht. Versuchen Sie doch bitte jetzt mal keine Kuh zu sehen. Das geht nicht, weil Ihre Impulse jetzt so laufen, wie sie laufen. Dafür habe ich jetzt gesorgt. Ja. Oder noch ein Beispiel, das kennen Sie alle. Der Strich sieht länger aus als der, weil die Pfeile da so, das kennt man ja, das ist 100 Jahre alt. Und das liegt daran, dass wir in solchen Räumen leben und dann eben diese Ecken und Kanten entsprechend interpretieren. Schauen Sie hier, wenn ich die roten Linien wegnehme, dann sieht der rechte Strich länger aus als der linke. Wenn ich die hin tue, sehen Sie, die sind gleich lang. Aber wir interpretieren eben die weglaufenden Pfade, die gehen einmal so weg, da muss das hinten sein, und sie gehen einmal so weg, dann ist es vorne. Wir interpretieren das so und deswegen unterliegt weltweit jeder dieser Täuschung hier. Ja. Es sei denn, Sie wohnen so. Wer so wohnt, der hat sein visuelles System nicht mit Ecken und Kanten trainiert. So wie wir, die wir in Räumen wie dem, da laufen ja die Linien auch so an den Ecken. Ja? Wir haben das einfach gelernt, Ecken und Kanten so zu sehen. Das geht so, hinten, vorne und so weiter. Wer so wohnt, nicht. Und wenn Sie denen diese beiden Pfeile zeigen, dann sagen die, die sind gleich lang, wovon redest du? Ja. Hat man nebenbei gemacht, in den 60er Jahren schon. Man wollte wissen, gilt das auf der ganzen Welt? Und die Antwort ist, nee, es gilt nur für Leute, die in solchen Räumen aufwachsen wie wir, so schuhkartonförmig. Ja. Dann gilt es, sonst nicht. Weil es gelernt ist. Ganz einfach, weil es gelernt ist. So wie Sprechen und Laufen und vieles andere ist es halt gelernt. Und die Gehirnentwicklung, die besteht im Wesentlichen darin, dass da was entsteht, da drin Verbindungen entstehen und die dann eben benutzt werden. Und dann werden ganz bestimmte Verbindungen, die werden immer stärker. Wir haben alle so etwa zwischen 4 und 8 Jahren in vielen Gehirnbereichen, und zwar in manchen früher, in manchen ein bisschen später, etwa doppelt so viel Verbindungen gehabt, wie wir heute haben. Weil wenn das Hirn sich entwickelt, dann schießen erstmal Verbindungen ins Kraut, die wir gar nicht alle brauchen. In den Sprachzentren zum Beispiel, die Verbindungen für alle möglichen Sprachen. Und dann werden halt bestimmte benutzt, nämlich die zu der Sprache passen, in der wir aufwachsen. Und die anderen, die werden wieder weggeräumt. Und dann haben sie irgendwann mal halt ihr Deutsch drauf. Aber nicht Chinesisch. Und die Chinesen haben ihr Chinesisch drauf, aber nicht Deutsch. Wenn alles mit allem verbunden wäre, würden sie die Augen aufmachen und einen epileptischen Anfall kriegen. Deswegen macht es auch keinen Sinn. Ja? Sie wollen nicht ganz viele Verbindungen im Kopf haben. Sie wollen die richtigen haben. Und auch vor allem die zu ihrer Umwelt passen. Und das passiert automatisch, weil die da sind, in der Umwelt, in der sie aufgewachsen sind, entstanden sind. Durch die Verarbeitung genau dieser Umwelt. Und das geschieht bei kleinen Kindern umso ganz nachhaltig, ganz schnell und ganz grundlegend. Und wenn man älter wird, wird das weniger, langsamer, nimmer so grundlegend. Sie können in unserem Alter nimmer lernen, mit einer Hirnhälfte auszukommen. Ja, das so plastisch ist Ihr Hirn nimmer. Wie diese Entwicklung der Plastizität aussieht, das sehen Sie etwa hier.
Das Bild ist von einem Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger, schon vor 15 Jahren publiziert. Der hat sich einfach mal Gedanken darüber gemacht und dann eine Arbeit dazu geschrieben, und das ist ein Bild aus der Arbeit, wo er sich überlegt hat, wie ist es eigentlich mit der Rendite von Investitionen in Bildung in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden. Und dann kam das raus. Hier steht was anderes, aber wie die Ökonomen so sind, die reden nicht von Menschen und deren Bildung, die reden von Human Capital. Ich finde es blöd, aber es gibt halt Leute, die machen das. Und dann sagt Return of Investment. Das Investment würde man Schule nennen oder Kindergarten. Und natürlich kostet es auch Geld. Aber was Sie hier sehen ist, wenn Sie einen Euro in Bildung stecken wollen und Sie wollen für den Euro maximal viel Bildung rausholen, wo tun Sie den Euro hin? In den Kindergarten. Da kommt nämlich am meisten Bildung pro Euro rum. In der Schule rentiert sich der Euro auch noch so ganz gut. Wenn Sie den, ich sag mal, wenn Sie Arbeitslose umschulen, dann rentiert das sich nur noch mäßig. Wir sind ja alle etwa da hinten. Aber bevor Sie depressiv werden, weil Sie nach Hause gehen und denken, oh Gott, eigentlich wollte ich heute Abend was lernen, aber der Professor hat mir erzählt, es geht gar nicht mehr. Muss ich Sie daran erinnern, was ich Ihnen gerade vor 5 Minuten erzählt habe. Dass nämlich das Gehirn umso besser lernen kann, je mehr es schon gelernt hat. Deswegen sieht die Kurve auch so schrecklich aus, ist aber nur ein Teil der Medaille. Weil hier geht es darum, wie schnell sich Synapsen verändern können, wenn man von vorne anfängt. Aber Sie fangen nicht von vorne an, sondern Sie haben schon viel gelernt, wenn Sie da hinten sind. Deswegen brauchen Sie auch nicht mehr so schnell lernen wie ein Baby, was in kürzester Zeit die Muttersprache lernen soll. Und zwar akzentfrei und vollständig und traumwandlerisch sicher. Das kann jedes Baby, weil es so schnell lernen kann. Hier muss man schon Vokabeln pauken. Und da hinten wird es richtig schwierig, nochmal eine ganz neue Sprache zu lernen. Ja, aber man kann es trotzdem. Man kann ja schon eine. Und wenn man schon 20 kann, geht es richtig leicht. Weil ins Hirn umso mehr reinpasst, je mehr schon drin ist. Nebenbei, ich habe Ihnen jetzt wichtige Sachen über das Hirn erzählt und ich sage Ihnen mal eine Anwendung. Ich werde einmal die Woche mindestens angerufen von irgendeiner Firma. Herr Spitzer, Sie wissen doch alle, wir haben ein demografisches Problem, wir werden alle mit 80 früh berentet und deswegen mit 75 letztes Mal umgeschult. Wie machen wir das? Ja, Sie kennen sich doch aus, wie lernt das alte Hirn? Und dann sage ich, naja, wenn es schon viel kann, dann brauchen Sie kein Problem. Also aus dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ja, dass wenn viel drin ist, passt noch viel rein. Folgt leider auch, wenn mit 20 noch nichts drin ist, dann passt auch nichts rein. Ja? Das ist eine wichtige Einsicht. Lebenslanges Lernen haben wir mit 20 abgehakt oder nicht. Und wenn nicht, dann war es das. Das ist so wichtig. Man kann dann immer noch ein bisschen, ja, aber ganz schlecht. Wir wissen mittlerweile, wie wenig, es ist erschreckend wenig, wenn man, wie gesagt, mit 20 eine gute Grundlage gelegt hat. Deswegen gehen wir ja auch in der Kindheit und Jugend in die Schule. Neulich habe ich eine Influencerin zufällig erlebt, die gesagt hat, oh ja, ich höre jetzt auf mit der Schule, ich bin 15, ich verdiene jetzt erstmal Geld. Und mit 25 gehe ich dann wieder in die Schule. Das geht nicht. Gucken Sie sich das an. Wenn Sie da aufhören mit der Schule und dann da hinten wieder anfangen, dann können Sie nicht einfach weitermachen, so wie mit 15. Sie sind einfach, also da ist viel Zeit einfach dann vertan. Deswegen ist es so wichtig, dass man in dieser Zeit lernt und nicht da hinten dann versucht nachzukurieren, wo es halt nicht mehr geht oder nur noch ganz schwierig geht. Das sind ganz, ganz wichtige Einsichten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier, da kann man nicht genug investieren. Also wir Deutschen geben 15 Milliarden jährlich aus, damit ein Staplerfahrer zum Staplerfahrer umgeschult wird und noch PowerPoint lernt. Wenn wir das Geld dahin täten, die 15 Milliarden, hätten wir schon ganz viele Probleme gelöst, die dann da gar nicht mehr auftreten. Und wir hätten insgesamt viel erreicht für die Bildung des gesamten Volks. Was wir da in den Arbeitsberatungs- und Arbeitszentren machen, das ist Kosmetik der Statistik, denn solange die umgeschult werden, gelten sie nicht als arbeitslos.
Das ist leider so, das weiß auch jeder. Aber die 15 Milliarden sind trotzdem jährlich weg. Nochmal, da gehören sie hin. Ich zeige Ihnen mal noch ein Anwendungsbeispiel. Das haben Sie sicher auch schon mal irgendwo gelesen. Ne? Die Digital Natives, ja, die lagern aus. Und dann heißt es immer, ja wunderbar, wenn die auslagern, zum Beispiel das Navigieren, braucht man nicht mehr, das kann ja das Smartphone. Ja? Oder die Telefonnummern muss man sich nicht merken, kann der Smartphone. Ja? Übersetzen muss man ja nicht mehr, das kann der Smartphone. Was muss ich noch eine Fremdsprache lernen, kann doch das Smartphone. Ja? Bei den Sprachen wissen Sie schon, das ist problematisch, wenn Sie das ernst meinen und wirklich keine Fremdsprache lernen, das ist nicht so gut. Ja? Aber hier nochmal, es wird so getan, als sei es so. Und was hier unterstellt wird, und das ist einfach nur völlig daneben, weil es schlichtweg falsch ist, ist, dass Ihr Gehirn so funktioniert wie eine Festplatte. Alles, was Sie aus dem Computer auslagern, lässt hier mehr Platz, damit was anderes reinpasst. Aber wenn Sie Englisch in der Schule weglassen, haben Sie nicht mit 20 mehr Platz für Chinesisch, weil Sie Englisch auch nicht gelernt haben. Was habe ich gerade eben gesagt? Alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, hindert Sie am Weiterlernen mit ab 20. Und alles, was Sie in Kindheit und Jugend lernen, hilft Ihnen, ab 20 weiterzulernen. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Und alles, was Sie auslagern in Kindheit und Jugend, das schafft nicht mehr Platz, um was anderes zu können. Nein, das können Sie halt nicht. Und dann hindert es Sie am Weiterlernen, wenn Sie älter als 20 sind. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also das ist einfach nur dummes Zeug. Mit dem werden wir aber bombardiert nach dem Motto, ist doch klasse, wenn die jungen Menschen auslagern. Nein, das ist überhaupt nicht klasse. Das ist ein aktiver Beitrag zur Behinderung im Leben, nämlich zur Lernbehinderung im Leben. Denn Gehirne machen keine Downloads, die werden benutzt. Und dadurch lernen sie. Und wenn sie schon viel gelernt haben, dann können sie weiter lernen. Ich erzähle Ihnen kurz die Geschichte zum Morbus Google. Man kann ja alles googeln. Das Problem ist, wenn man keine Ahnung hat, dann nützt einem Google nichts. Dazu gibt es schöne Untersuchungen im Bereich der Medizin. Wenn die Leute Kopfschmerzen googeln, dann landen sie in 0,1 Sekunden bei Hirntumor. Und wenn die Leute Brustschmerzen googeln, dann landen sie genauso schnell bei Herzinfarkt. Und wenn sie Muskelzuckungen googeln, dann landen sie bei ALS und erfahren nebenher, dass sie noch 1-2 Jahre zu leben haben. Das nennt man Morbus Google. Ja, dass man, wenn man in der Medizin googelt, immer gleich die schrecklichsten Krankheiten in 0,1 Sekunden um die Ohren gehauen bekommt. Obwohl die extrem unwahrscheinlich sind. Und wenn Sie Kopfschmerzen haben, ist die wahrscheinlichste Ursache, dass Sie entweder zu viel oder zu wenig Kaffee getrunken haben. Weil die häufigsten Ursachen von Kopfschmerzen sind zu viel Koffein, macht Kopfweh, und wenn Sie Koffein hinzukommen, macht es auch Kopfweh. Und da die meisten morgens Kaffee trinken, kann es sein, Sie trinken einen zu viel oder einen zu wenig, und dann haben Sie halt Kopfweh. Das ist Fakt. Und Sie haben keinen Hirntumor. Ja? Und das ist, Brustschmerzen haben Sie meistens auch nicht, weil Sie Herzinfarkt haben. Das ist ganz selten. Und wenn Sie wirklich einen Herzinfarkt haben, tut es meistens da nicht weh, sondern irgendwo anders. Da zum Beispiel oder da. Aber das passiert und hat, nebenbei, das kostet unser Gesundheitssystem. Das wurde auch ausgerechnet. Was machen die Leute? Die sind dann ganz verunsichert und irgendwann gehen sie zum Doktor und dann holen sie sich nochmal zum Doktor eine zweite Meinung, weil der vielleicht weiß der ja nicht so viel und hat noch gar nicht so viel gegoogelt wie Sie und deswegen, naja. Das kostet mittlerweile das deutsche Gesundheitssystem 1-2% der Gesamtkosten. In Deutschland geben wir, wissen Sie, was wir zahlen für Gesundheit, wir Deutschen? 1 Milliarde pro Tag. Das sind die Gesundheitskosten in Deutschland. 1 Milliarde pro Tag. Das heißt, wenn Sie sagen, naja, 1% von 365 Milliarden, das sind 3,5 Milliarden, die zahlen wir genau dafür, was ich Ihnen eben erzählt habe, dass die Leute googeln, ohne Ahnung zu haben. Abhilfe ist total simpel. Wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, dann hilft es einfach, wenn Sie vorher Medizin studiert haben. Denn dann können Sie beurteilen, was da kommt und können die Spreu vom Weizen trennen.
Und wenn Sie nicht Medizin studiert haben? Nicht. Und dann wird immer so getan, ja, wir brauchen nur Medienkompetenz, dann kann man schon gute von schlechten Webseiten unterscheiden. Das ist Blödsinn. Es gibt keine allgemeine Kompetenz, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Die gibt es einfach nicht. Sie müssen Ahnung haben von der Materie, um die es geht. Und dann sehen Sie sofort, was Blödsinn ist und was nicht. Vorwissen. Merken Sie was? Das ist die Vorbildung, die man haben muss, wenn man weiterlernen will. Und wenn man die hat, ist es leicht. Wenn man die nicht hat, hat man ein Riesenproblem. Und Google hilft überhaupt nicht, sondern macht das Problem schlimmer. Warum haben wir gerade so viele Verschwörungstheorien? Weil das Internet ist ein Eldorado für Verschwörungstheoretiker. Sie finden einfach jede Verschwörung, die sie sich ausdenken und sogar die, die sie sich nicht ausdenken können. Alles ist im Internet. Und wenn sie das ungefiltert verwenden und eben keinen wissenschaftlichen Background haben oder überhaupt einen Background haben, weil sie wenig gebildet sind, dann fallen sie auf alles rein, was da an Blödsinn kommt. Das ist nun mal so. Für gebildete Menschen ist das kein Problem. Die können sofort die merken auch, wenn sie Verschwörungstheoretiker neigen dazu, wenn sie eine Theorie glauben, glauben sie auch die andere. Und die gleichen Leute, die glauben, dass Lady Di den Unfall im Tunnel nur inszeniert hat, um davonzukommen und jetzt eigentlich irgendwo anders lebt und Ruhe hat vor Paparazzi, die glauben auch, dass Lady Di eigentlich vom CIA umgebracht wurde. Das widerspricht sich natürlich. Aber es ist ganz oft so, dass Leute an die eine Verschwörungstheorie glauben und an die andere, obwohl die sich beide widersprechen. Daran sehen Sie schon, dass da mit der gesamten Durchdringung der Materie nicht so weit her ist. Ich bin Psychiater, ich beschäftige mich selbst damit. Das ist einfach so, weil das ist auch mein tägliches Brot. Eine wichtige Erkenntnis habe ich Ihnen noch vorenthalten. Schauen Sie, diese gelbe Kurve, die beschreibt so ein bisschen, wie es mit Ihrer Gehirnleistungsfähigkeit im Laufe des Lebens aussieht. Nach der Geburt können Sie noch gar nichts, also fast nichts. Ihr Hirn hat schon vor der Geburt ein bisschen was gelernt. Zum Beispiel, wie die Stimme Ihrer Mutter klingt, denn die hören Sie schon im Bauch. Und deswegen ist es so, dass die Stimme der Mutter sofort anders verarbeitet wird, sofort nach der Geburt, als irgendeine andere Stimme. Die haben Sie halt im Bauch schon gehört. Ja. Herzschlag der Mutter auch. Aber viel können Sie noch nicht, wenn Sie geboren werden. Ja. Und dann lernen Sie ganz schnell, deswegen geht die Kurve ganz steil. Denn das Lernen ist ja so schnell. Denken Sie an die Kurve, die hat ja die Lerngeschwindigkeit angezeigt. Und das ist jetzt, was resultiert. Nämlich, wie viel hat man denn gelernt? Ja, am Anfang kommt ganz schnell ganz viel dazu. Und dann lernt man immer besser. Man begreift die Welt mit den Händen. Man kann auch ganz am Anfang schon eine zweite Sprache lernen. Und das sorgt dafür, dass das Gehirn noch besser funktioniert. Musik, Sport, Theater sorgt auch dafür, dass man noch besser, dass das Hirn noch besser tut. Und dann geht es rauf, 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 rauf. Und leider ist es so, dass dann im Alter irgendwann Nervenzellen absterben, einfach nur, wenn man alt wird. Oder bestimmte Krankheiten, da gibt es dutzendweise welche. Die bekannteste heißt Morbus Alzheimer, da sterben Nervenzellen. Und wenn nur genug Nervenzellen gestorben sind, geht es halt wieder bergab. Mit der geistigen Leistungsfähigkeit. Ich habe hier mal Gehirnbildung hingeschrieben. Ich meine das auch ganz wörtlich. Es bilden sich ja Synapsen. Das heißt, da bildet sich Verbindung dadurch, dass Sie das Hirn benutzen. Ja? Und natürlich meine ich Bildung ganz allgemein. Ich meine nicht Goethe und Schiller oder Mozart, sondern ich meine wirklich die Welt verstanden haben, die Sprache können, andere mit den Mitmenschen gut klarkommen, weil man die auch verstanden hat. Das ist mit das Schwierigste, was Menschen kapieren können, ist miteinander umzugehen. Ne? Und manchmal klappt es ja auch nicht. Aber die meisten kriegen es irgendwann dann schon halbwegs hin. Ja, und irgendwann mal geht es halt wieder bergab. Und für diesen Abstieg gilt halt was ganz, ganz Wichtiges. Und das haben wir so richtig erst in den letzten 5 Jahren mit guten Daten auch nicht nur verstanden, sondern das ist tatsächlich so, das wissen wir. Vermutet hat man es schon länger, aber richtig wissen tun wir es seit den letzten 5 Jahren. Es gilt nämlich Folgendes. Und ich muss einem Bergvolk wie den Österreichern eigentlich nicht erklären, dass für jeden Abstieg was ganz Einfaches gilt. Je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Demens heißt D herab, Mens mit dem Geist. Heißt geistiger Abstieg. Und es ist tatsächlich so, ja, dass für jede Demenz was ganz Interessantes gilt. Je höher der in Kindheit und Jugend erreichte Bildungsgrad,
desto später tritt ihre Demenz auf. Man kann auch sagen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie Demenz kriegen. Denn wenn sie ganz da oben sind, nehmen Sie an, Sie sind mit Ihrer Kurve, mit Ihrem Hirn, da oben am Bildrand. Und wenn es dann abwärts geht, kriegen Sie Ihre Demenz. Mit 150, da sind Sie halt schon vorher gestorben. Das ist mein Punkt. Und wenn Ihr Gehirn sich gar nicht richtig entwickelt hat, weil eben Lernprozesse nicht erfolgt sind, und zwar bis 20, und es geht dann wieder abwärts mit 60, dann sind Sie halt gleich unten. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 5 Jahren, die wir definitiv haben. Ja. Ihre geistige Leistungsfähigkeit mit 20, die sagt voraus, ob Sie mit 75 dement sind oder nicht. Und Ihre geistige Leistungsfähigkeit mit 62, die kann man mit dem gleichen Test nochmal messen, mit dem man sie mit 20 gemessen hat. Das hat man gemacht bei 500.000 Dänen, die zum Militär mussten, von denen man dann halt wieder einfach nochmal einen Test gemacht hat. Und der gleiche Test mit 62 gemacht, der ist in der Voraussage der Demenz mit 75 knapp 1% besser als der Test mit 20. Nach dem Motto, der Test mit 20 ist fast so gut wie der Test mit 62. Mit anderen Worten, was zwischen 20 und 60 passiert, das entscheidet nicht, ob Sie mit 75 dement sind. Aber das, was vor 20 passiert ist, das entscheidet es. Und ich habe Ihnen jetzt eine Studie genannt, es gibt mittlerweile 4, die genau das Gleiche sagen. Und das ist natürlich wichtig. Was machen Sie in der Schule? Demenzprophylaxe. Das ist Ihnen vielleicht nicht klar, aber es ist so. Und wenn Sie jetzt noch wissen, dass Demenz, das CDC, das Center for Disease Control in den USA, wo wir immer die Corona-Zahlen her haben, die beschäftigen sich ja auch mit anderen Krankheiten und die haben vorausgesagt, dass im Jahr 2060 doppelt so viele Demenzkranke auf der Welt sein werden wie heute. Und diese Vorhersage ist höchstwahrscheinlich falsch, weil sie die gleichen Voraussetzungen machen wie für die Menschen heute. Nur eben, dass sie demografisch mehr werden und so weiter und dann auch die Demenz mehr werden. Aber die Leute, die heute 75 sind, die haben im Alter von 5 oder 10 noch nicht 10 Stunden vom Bildschirm verbracht und da ihr Gehirn ruiniert, komme ich gleich drauf. Wenn Sie das mit einbeziehen, haben Sie im Jahr 2060 nicht doppelt so viel Demente, sondern 3- oder 4-mal so viel. Das ist mittlerweile auch, das sage nicht ich, das ist auch nicht meine Meinung, nein, das ist publiziert. Ein paar Dinge möchte ich auch noch ganz klar sagen, ist heute nur am Rande mein Thema, aber schauen Sie, das ist eine große Untersuchung, PISA, kennen Sie alle, das ist nicht der schiefe Turm, also der ist es auch, aber PISA heißt, da geht es um Untersuchungen an 15-jährigen Schülern, wo man Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachverständnis untersucht. Und zwar alle 2-3 Jahre, immer mit 15-Jährigen, in allen Ländern der OECD, das sind über 30, und dann über 20 Länder mittlerweile machen da auch noch mit, auch schon seit 2 Jahrzehnten, sodass man über 50 Länder dieser Welt, hat man immer wieder Daten von 15-Jährigen, wie gut schneiden die in diesen Tests ab. Jetzt gibt es eine Auswertung, das ist diese Studie, wo man hergegangen ist und Folgendes sich überlegt hat. Wir nehmen jetzt mal die PISA-Ergebnisse der vielen Länder, die PISA-Untersuchungen gemacht haben, nehmen die Ergebnisse von 10 Jahren, 2003 bis 2014 oder 2002 bis 2013 war es. Ja? Die Studie ist 2015 erschienen. Wir nehmen 10 Jahre PISA-Daten und gucken uns Folgendes an. Wie viel hat ein Land, es sind ja über 50 Länder hat man jetzt, wie viel hat ein Land in der Zeit von diesen 10 Jahren in die Digitalisierung von Schulen gesteckt? Also Netzwerkanschlüsse, digitale Endgeräte, Computer und so weiter. Mehr investiert und weniger, und zwar pro Kopf Schüler. Das muss man natürlich durch die Anzahl der Schüler teilen, damit man es vergleichen kann zwischen großen und kleinen Ländern. Also viel in der Schule digitalisiert mit viel Geld oder mit weniger. Und hier sehen Sie, 0 ist in der Mitte. Man hat nämlich geguckt, wie gut waren die Schüler 10 Jahre vorher und 10 Jahre danach. Also vorher, nachher und dann hat man geguckt, sind die gleich geblieben, sind die schlechter geworden oder sind die besser geworden. Und wenn mehr Digitalisierung an Schulen
zu mehr Bildung führt, müssten Sie diesen Zusammenhang rauskriegen. Die Länder, Sie sehen jetzt gleich einzelne Länder, jeweils durch einen Punkt repräsentiert. Wenn also die Länder, die mehr in Computer gesteckt haben, besser geworden sind, die Schüler in diesen Ländern besser geworden sind durch die Computer und die Schüler, wo man nichts investiert hat, schlechter geworden sind, müssten Sie das hier erwarten. Das kommt raus. Je mehr ein Land in Digitalisierung an Schulen gesteckt hat, pro Kopf Schüler, desto schlechter im Mittel sind die Schüler geworden. Also nehmen Sie zum Beispiel Australien, das ist ganz da hinten. Ja? Die haben im Jahr 2008 2,6 Milliarden australische Dollar in die Digitalisierung von Schulen gesteckt. WLAN-Anschlüsse und iPads gekauft im Wesentlichen. Und Rechner. Und dann sind die richtig abgeschmiert in ihren Schulleistungen. So, dass sie 2016, das kam 2015 raus, im Jahr 2016 haben die Australier alles wieder abgeräumt und die Schulen entdigitalisiert, weil sie festgestellt haben, dass das die Schüler verschlechtert, und zwar deutlich verschlechtert. Ja. Oder nehmen Sie Finnland, die sind da unten. Die waren immer PISA-Sieger. Und weil die so dünn besiedelt sind, haben die gesagt, ja, wir könnten doch auch Schule online machen und dann müssen die Kinder nicht 60 Kilometer am Tag im Bus fahren und da sparen wir viel Zeit und dann machen wir halt alles, digitalisieren wir und machen das online. Und die Finnen sind richtig abgeschmiert in diesen 10 Jahren. In den zehn Jahren haben sie auch ihre Schulen digitalisiert. Ja. Das ist jetzt eine Studie, das ist die mit den meisten, das sind ja Millionen von Schülerdaten, die hier drin stecken. Also hier kannst du nicht sagen, ah, das ist halt irgendwie ein Zufallsbefund. Das geht gar nicht, mit Millionen von Schülerdaten aus über 50 Ländern, über 10 Jahre. Also das ist rock solid statistisch gesehen. Ja. Aber dann haben sie das. Digital macht schlau, das digitale Klassenzimmer vermehrt sich, stirbt das Schulbuch. Deutschland ist voller Propaganda, wir müssen digitalisieren. Wir nehmen ja jetzt auch 6,5 Milliarden in die Hand, damit wir endlich mal in dieser Kurve da ganz nach unten kommen. Ja, und wenn Sie Deutschland sehen, wir sind ja noch ein bisschen besser geworden. Wir haben ja wenig digitalisiert. Wird ja immer in deutschen Zeitungen jede Woche, wir hinken hinterher, wir müssen mehr Geld in Digitalisierung von Schulen stecken, ja, damit wir noch schlechter werden. Das ist eine Studie, es gibt aber sehr viele, die genau das sagen. Und ich kenne keine einzige, und ich kenne verdammt viele, die das Gegenteil sagen. Es gibt manche, die behaupten das Gegenteil, wenn man dann genau liest, stimmt es nicht. Das ist Tatsache. Also, ich habe nichts gegen Programmieren lernen in der Klasse 10. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, dass digitale Medien die Aufmerksamkeit stören, dass sie deswegen Lernprozesse beeinträchtigen. Denn wenn ich nämlich auslagere, passiert ja hier nichts mehr und dann wird hier weniger gelernt. Das ist einfach so. Ja. Computer nehmen wir ja Denkprozesse ab. Deswegen benutze ich ja auch dauernd Computer, weil dann muss ich das jetzt alles selber machen, was der dann denkt. Aber ich habe ja schon viel gelernt und Sie auch, deswegen schade. Also wenn Sie den ganzen Tag am Computer sitzen, werden Sie nicht dement deswegen. Ja? Verstehen Sie mich nicht falsch. Wurde manchmal gefragt, Herr Spitzer, Sie sind Erfinder von digitaler Demenz. Kann ich das als Berufskrankheit geltend machen, wenn ich zu viel am Computer sitze? Nein, können Sie nicht, weil Sie nehmen das Ding als Werkzeug und Werkzeuggebrauch ist durchaus normal für Menschen. Ja? Aber was Ihnen ein gutes Werkzeug ist, ist nicht die beste Freizeitgestaltung für Babys, Kleinkinder und Schulkinder. Punkt. Das muss man begriffen haben. Und ein Werkzeug, was uns geistige Arbeit abnimmt, ist kein Lernwerkzeug. Weil nochmal, zum Lernen brauchen Sie geistige Arbeit. Sie benutzen Ihr Hirn, dann ändert sich's. Und wenn Sie es nicht benutzen, ändert sich's eben auch nicht. Gehirnentwicklung geht auch so nicht. Ja, wenn Sie ein vierjähriges Kind fragen, schnappt ihr die Nadel, den Stift, den Schlüssel, das Ei, halt ich fest oder halt den Eimer, macht es spontan das. Warum? Weil es mit den Sachen schon umgegangen ist, hoffentlich. Ja. Aber wenn es nur so macht, wie soll es dann lernen, seine Hand zu gebrauchen? Kann es nicht lernen. Sie müssen die Hand gebrauchen. Es ist nebenbei wirklich wichtig, das fängt nicht nur das bei der Feinmotorik an, das fängt sogar schon bei der Grobmotorik an. Wussten Sie, dass in Stuttgart bei den Einschulungsuntersuchungen jedes vierte Kind nicht hüpfen kann? Ist publiziert. Jedes vierte Kind kann
bei der Einschulung in Deutschland nicht hüpfen. Ja, weil die, wenn die nur rumsitzen, wie sollen sie es dann können? Und Kinder verbringen heute 8 bis 10 Stunden vor Bildschirmen. Da sitzen sie. Und da werden sie dann auch dick. Und unaufmerksam. Weil sie sich nicht mehr selbst fokussieren, sondern ständig nur boah, 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 irgendwie ganz schnell was verarbeiten. Und so lernt man gerade nicht, bei der Sache zu bleiben und langsam zu überlegen. Das ist nachgewiesen. Also das sage nicht ich, das wissen wir alles. Und das Dumme am Smartphone ist, es ist dumm, dass es über 5 Milliarden Nutzer gibt. Es ist dumm, dass jeder Nutzer das Smartphone am meisten von allen digitalen Endgeräten nutzt. Aber was sich kaum jemand überlegt ist, das ist auch dumm, dass es das Kleinste ist. Weil Smartphone halten sie so hin, wenn sie drauf gucken. Und was bewirkt das bei Kindern und Jugendlichen? Kurzsichtigkeit. Denn die Augen, die wachsen so lange, bis sie scharf sind. Und wenn sie ganz viel in die Nähe gucken, dann werden sie länger. Deswegen haben die Länder, die besonders viel bei Jugendlichen schon Smartphones Nutzung haben. Südkorea haben 95% aller jungen Menschen ein Smartphone und es sind über 95% aller jungen Menschen kurzsichtig. In China 80%, in Europa etwa 50%, normal wären 3% bei den unter 20-Jährigen. Wir haben jetzt schon über 1,4 Milliarden Kurzsichtige auf der ganzen Welt. 2050 werden wir knapp 5 Milliarden Kurzsichtige haben. Und wenn sie kurzsichtig sind, kann man sagen, die setzen halt eine Brille auf. Dummerweise ist das Auge aber, weil es zu lang gewachsen ist, den Augen wachsen, bis sie scharf sehen. Und wenn sie zu nah gucken, schneiden sich die Strahlen weiter hinten und dann werden die Augen zu lang. Und die Augenlänge haben sie dann, wenn das Auge fertig entwickelt ist, was nebenbei auch so mit 20 der Fall ist. Naja, und wenn sie dann ein zu langes Auge haben, dann ist es deformiert. Und diese Deformation des Auges ist ein Risikofaktor für die vier wichtigsten Augenerkrankungen, die zu Blindheit führen. Grauer Star, grüner Star, Makuladegeneration und Netzhautablösung. Nach dem Motto, viele Kurzsichtige werden so mit 50, 60, nicht erst mit 80, blind. Das wissen die Chinesen. Denn die besten, wissen Sie, hier sagt man ja, das Smartphone, man kann nicht wirklich sagen, dass es daran liegt, das liegt ja auch an vielen anderen, vielleicht machen die alles andere auch falsch und so, oder gehen weniger raus. Rausgehen ist auch gut gegen Kurzsichtigkeit. Warum? Wer fotografiert, weiß das. Was macht man draußen, wenn die Sonne scheint und fotografiert? Die Blende zu. Was machen unsere Pupillen? Also unsere Haut, die sich verengt, wenn wir draus gehen, weil die ist heftig, die Sonne scheint, die macht die Pupillen eng. Wenn die Pupillen eng sind, was weiß jeder Fotograf, wird das Bild schärfer. Deswegen, wenn man draußen ist, hat man schärfere Bilder, deswegen wird rausgehen, die Bildschärfe wird gemessen und wenn das Bild scharf ist, hört das Auge auf zu wachsen. Wenn Sie also viel draußen sind und viel scharfe Bilder haben, wird Ihr Auge nicht kurzsichtig. Deswegen ist rausgehen gut gegen Kurzsichtigkeit. Chinesen haben mittlerweile ein Gesetz. Die Schüler müssen alle 2 Stunden rausgehen, Pause machen, 20 Minuten rausgehen, damit sie nicht kurzsichtig werden. Und sie dürfen in den Schulen keine Smartphones verwenden. Hat man verboten an allen Schulen. Warum? Weil dann gucken sie so und werden kurzsichtig. Und der chinesische Staat hat gesagt, hey, 80% Kurzsichtige und davon dann ein signifikanter Anteil mit 50 blind, das geht nicht. Das sind ein paar 10 Millionen blinde Chinesen in einigen Jahrzehnten. Chinesische Staat hat gesagt, machen wir nicht, müssen wir was machen, um das zu ändern. Die Koreaner, als Corona war, haben sich über 90% aller koreanischen Eltern um die Kurzsichtigkeit ihrer Kinder Sorgen gemacht, weil die wussten, die hocken jetzt noch mehr vor Bildschirmen, deswegen werden sie eher kurzsichtig. Wer hat sich bei uns um die Kurzsichtigkeit der Kinder Sorgen gemacht wegen Corona? Niemand, weil das einfach hier völlig unbekannt ist. Und die besten Daten kommen tatsächlich, nur ganz kurz, aus Wuhan. Warum? Da gab es zufällig einen Augenarzt, der eine Langzeitstudie gemacht hat und deswegen ab 2015 jedes Jahr 25.000 Kindern die Augapfellänge gemessen hat. 6 bis 13 Jahre alte Kinder. Und dann, und zwar hat er immer im Januar gemessen und im Juni und wollte wissen, um wie viel wird der Augapfel in dieser Zeit größer, in verschiedenen Altersklassen. Und dann kam Corona und in Wuhan war das schon an Weihnachten und dann über Silvester. Und dann haben die einen Lockdown gemacht, Ende Januar. Und dann hatte der wieder die Kinder alle gemessen.
Und dann im Juni, da war der Lockdown gerade wieder vorbei, auch. Was hat er gefunden? Wieder an 25.000 Kindern, dass die Länge des Augapfels in dem Zeitraum des Lockdowns, wo man weiß, da haben die Kinder alle mehr Zeit vor Bildschirmen verbracht, weil es gab ja sonst nichts, da sind die Augapfellängen bis zu dreifach schneller gewachsen als in den 5 Jahren davor, wo kein Lockdown war. Und das ist, wenn man so will, ein natürliches Experiment. Jetzt kann man nicht mehr sagen, das lag an irgendwas anderem. Nein, da war der Lockdown, da war mehr Medienkonsum, vor allem Smartphones, und da war es, und das bei den jüngeren Kindern war der Effekt am größten. Also das wissen wir. Das sind keine Vermutungen und keine Meinungen. Das hier ist deswegen nicht so gut. Ja. Das ist sogar, also das schadet, man schadet mit sowas dem kleinen Kind massiv. Daten zur Gehirnentwicklung habe ich jetzt gar nicht mitgebracht. Ich kann es nur sagen, das schadet tatsächlich der Gehirnentwicklung massiv. Es schadet den Augen massiv. Es führt zu mehr Passivität und damit ja, zu mehr Erblindung, zu mehr Demenz, weil die Gehirnentwicklung nicht richtig tut, und zu mehr Diabetes langfristig, denn wenn sie zu dick sind, kriegen sie das, und zu mehr Bluthochdruck und damit zu mehr Herzinfarkten und Schlaganfällen. Jetzt habe ich Ihnen ganz wichtige Todesursachen genannt. Und wenn Sie das im Alter bekämpfen wollen, dann kostet das Hunderte von Milliarden pro Jahr allein in Deutschland. Das wissen wir auch. Und wir machen im Moment alles, setzen alles dran, dass wir davon viel mehr bezahlen werden müssen in ein paar Jahrzehnten. Das ist völliger Blödsinn. Hier sehen Sie nochmal, wie hier wird den Eltern klargemacht, hört mal her, euer Kind verbringt doch so mit 1-2 Jahren viel Zeit auf dem Töpfchen, wo man trainiert, sauber zu sein. Ja? Und dieses Sauberkeitstraining, was das für eine Zeit vergeudet. Wäre doch schön, die Kinder würden während dieser Zeit wenigstens ein bisschen was lernen. Und wenn die Eltern erstmal klar, hey, mein Kind soll was lernen, natürlich, mein Kind soll schlau werden, nicht abgehängt werden, dann kaufe ich mir auch ein Babyklo mit iPad-Halter. Und die Software gibt es umsonst zum Runterladen. Das Problem ist, dass ein Kind in dem Alter, wo es das macht, vom iPad überhaupt nichts lernen kann. Das wissen wir. Also das ist völliger Nonsens. Wird ihnen aber verkauft. Mittlerweile nimmer, weil viele Eltern haben kapiert, dass das Unsinn ist. Ich habe schon gesagt, weniger Aufmerksamkeit macht weniger Lernen, das macht weniger Wissen, das macht mehr Demenz. Und das ist einfach, das ist eine wichtige Einsicht. Ich will Ihnen das nochmal klar machen, weil Sie denken, jetzt übertreibt er aber. Ne, ich übertreibe überhaupt nicht. Schauen Sie, hier, der redet eben auch von Mental Capital. Und diese Kurve ist 2009 schon in Nature publiziert. Und hier können Sie, wenn Sie hier genau hingucken, ich zeige Sie ein bisschen vergrößert, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass Ihre Mutter nicht raucht und keinen Alkohol trinkt, schon gar nicht während der Schwangerschaft. Dann entwickelt sich Ihr Gehirn besser und ansonsten schlechter. Wenn Sie gute Eltern haben und zu Hause alles gut funktioniert, entwickelt sich Ihr Hirn besser. Wenn Sie viel Stress haben, nicht so gut. Wenn Sie gute Lehrer in der Schule haben, besser. Also Sie sehen hier, nochmal, das ist weltbestes wissenschaftliches Fachblatt, Sie sehen hier, was tut der Hirnentwicklung, dieser gelben Kurve, was tut dem Aufbau einer großen Fallhöhe, spätere Demenz, ja, von der Sie runtergehen, was tut dem Aufbau gut? Hier steht's. Ja. Und vor allem die guten Sachen sind besonders wichtig. Computer steht hier nicht. Warum? Da wäre ein Pfeil nach unten. Ja. Und dann, was kann man machen? Ja, und wichtig ist die kognitive Reserve. Das ist die Höhe dieser gelben Linie. Wenn die höher ist, dann sind Sie später dement. Und das habe ich Ihnen schon erklärt, wie jeder Abstieg. Und deswegen dauert der umso länger, je höher man anfängt. Deswegen, hier, das ist 2020, Prophylaxe, Dementia Prevention. Und das ist nochmal 2020 im Lancet, wieder weltbestes Wissenschaftsfachblatt publiziert. Eine ganze Kommission hat sich darüber Gedanken gemacht. Hier sehen Sie von die Lebenslinie und hier sehen Sie, was gegen Demenz hilft oder was Demenz bewirkt. Und Sie sehen auch immer, wie viel Einfluss das hat. Also wenn Sie Altersdiabetes haben, da haben Sie 1% mehr Demenzrisiko. Wenn Sie als älterer Mensch einsam sind, Einsamkeit, Killer Nummer 1, habe ich schon vor 4 Jahren ein Buch geschrieben. Warum? Unter anderem deswegen, weil Sozialkontakte Sie am Leben halten. Das fordert Sie raus.
Das sind positive Emotionen, die machen uns glücklich. Und all das reduziert Stress und all das ist gut für uns. Deswegen ist Einsamkeit mit 4% schon ein ziemlich heftiges Demenzrisiko. Rauchen 5%. Übergewicht 1%. Mehr als 3 Drinks pro Tag 1%. Bluthochdruck 2%. Der größte Faktor 7%. Die Bildung in Kindheit und Jugend. Und der ist protektiv. Ja. Also insgesamt ist es so, dass sie, der größte Anteil ist Genetik. Der kommt hier, die graue Linie, die fängt hier sozusagen ganz früh schon an und endet hier unten auch ganz dick. Und die grüne Linie, das sind positive Einflüsse, die blaue sind negative Einflüsse und die lilane später im Leben negative Einflüsse. Und die zusammen machen 40% ihres Demenzrisikos, 60% sind vererbt. Aber von den 40%, die sie sozusagen im Griff haben, ist mit 7% die in Kindheit und Jugend erreichte Bildung der größte Schutzfaktor. Also den größten Einfluss, eine Demenz nicht zu kriegen, haben sie zwischen 0 und 20, wenn sie da eine gute Bildung gekriegt haben. Nochmal, das ist medizinisch durch. Ja? Das ist das Wichtigste. In der Schule machen sie Demenzprophylaxe. Das ist deswegen so wichtig, dass wir das heute so sehr und ganz genau beachten, weil wir tatsächlich intelligente Maschinen haben und die intelligenten Maschinen, ich überspringe jetzt mal einiges, die haben sich zum ersten Mal gezeigt, ich mache das jetzt relativ schnell, tatsächlich bei einem Brettspiel, aber nicht beim Schach. Beim Schach war es noch so, da war ein Computer programmiert, der Deep Blue von IBM, und das Ganze ist jetzt mittlerweile etwa 20 Jahre her. Also wo ein Computer Kasparov, den Weltmeister, geschlagen hat. Hey, ein Computer ist schlauer als ein Mensch, das gibt's doch gar nicht und so. Da können Sie sich vielleicht noch erinnern, die Älteren unter Ihnen mindestens, das war eine Sensation. Das hier ist eigentlich noch eine viel größere Sensation. Denn hier ging es darum, das ist im Jahr 2016 publiziert, das ist ein Brettspiel, das ist nochmal viel komplizierter als Schach. Ich kann es nicht, ich weiß nur, man kann sich darüber belesen. Es heißt Go, ist auch, Schach ist etwa 1000 Jahre alt, nicht älter. Go ist 3000 Jahre alt, wird in Asien gespielt, also China, Korea. Und dann gab es irgendwann halt mal Leute, die haben einem Computer, der so gebaut war, dass er wie ein Hirn funktioniert, da hat man Nervenzellen und Synapsen simuliert, das kann man heute. Das konnte man schon vor längerer Zeit, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, aber als ich das Buch geschrieben habe, vor 25 Jahren, da konnte man Gehirne mit 100 Nervenzellen simulieren und ein paar tausend Synapsen. Und das war interessant. Also ich habe, das ist mein Buch, Geist im Netz, und so, das haben wir damals gemacht. Und ich habe selber mit rumgespielt und habe Gehirne simuliert. Interessante Dinge über das Gehirn rausgekriegt, die stehen alle in dem Buch, habe ich auch anderswo publiziert. Und seitdem beschäftige ich mich mit sowas. Und weil das so interessant ist, habe ich immer auch die Literatur verfolgt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass diese Erkenntnisse zum Geschäftsmodell der 5 reichsten Firmen der Welt geworden sind, Apple, Google, Amazon, Microsoft und Facebook, wäre ich vielleicht nicht Psychiater geworden, sondern schnell nach Kalifornien gegangen. Habe ich aber nicht gemacht, weil das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Hätte niemand für möglich gehalten, dass wir heute Gehirne mit Milliarden von Nervenzellen im Computer simulieren können. Und die können natürlich dann tatsächlich mehr als nur irgendeinen Kleinkram lernen. Die können dann eben zum Beispiel dieses Spiel lernen. Und genau so war es. Man hat diesen künstlichen Gehirnen, die in normalen Computern simuliert werden können, denen hat man dieses Spiel beigebracht. Und dann hat, das ist in Nature 2016 publiziert, der weltbeste Spieler, das ist der rechte da unten, der andere, der rückt nur immer den Knopf und macht das, was die Maschine ihm sagt, also was der lernende Computer gemacht hat. Und die haben 5-mal gegeneinander gespielt und der weltbeste Go-Spieler hat 5-mal verloren. Also der Computer, der selber Go-Spielen gelernt hat und dann eben selber überlegt hat, was mache ich als nächsten Zug, und der nicht programmiert war, sondern der hat einfach nur gelernt, wie es geht, ja? Der hat gewonnen. Januar 2016. Verrückt ist dann der Kommentar gewesen, und das ist ein Wissenschaftsfachblatt, vielleicht das Beste der Welt, in dem steht, wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass wir
das, was diese Netzwerke sagen, dass wir es behandeln müssen, wie man in der Antike ein Orakel behandelt hat. Es wird stimmen, aber ich habe keine Ahnung, warum. Es steht im weltbesten Wissenschaftsfachblatt. Das ist kaum zu glauben, wenn man weiß, dass da normalerweise steht, naja, wenn einer was behauptet, muss er beweisen, dass es so ist. Und dann schreiben die, man wird sich dann gewöhnen müssen, dass die einfach Sachen raushauen und wir müssen dann dran glauben, weil die Dinger sind halt so gut. Denn keiner wusste, wie dieser Rechner spielt. Der hat halt gewonnen. Und da er nicht programmiert war, konnte man auch nicht nachvollziehen, wie der gewinnt. Er hat halt nur gewonnen. Das ist das Verrückte. Ja. Nun, anderthalb Jahre später ist das hier erschienen. Der erste Rechner, dem wurden erstmal Go-Spiele gezeigt. Der hat also Go-Spielen gelernt, dadurch, dass er erstmal Spiele nachgespielt hat. Hat also von Menschen gelernt. Und dann hat er noch ein bisschen weitergespielt und dann hat er immer gewonnen. Ja. Hier, anderthalb Jahre später, hat man Folgendes gemacht. Man hat eine weitere Version dieses selbstlernenden, computersimulierten Gehirns, hat von Anfang an nur Go gegen sich selbst gespielt. Kein Mensch involviert und kein Lernen von Go-Spielen involviert. Er hat einfach nur gegen sich selbst gespielt. Und in den ersten 3 Tagen, wo er gegen sich selbst gespielt hat, hat er das, was die Menschheit in 3000 Jahren so alles gelernt hat, Eröffnungen, Endspiele und bestimmte Sachen, die man macht und nicht macht, der hatte das nach 3 Tagen drauf. Und dann hat er 37 Tage weitergespielt. Dann hat man ihn abgeschaltet. Und dann hat dieser Rechner 100-mal gegen den Rechner gespielt, der anderthalb Jahr vorher gegen den weltbesten Go-Spieler gespielt hat. Und hat 100-mal gewonnen. Nach dem Motto, der spielt jetzt noch viel besser, aber die weltbesten Menschen, die Go spielen, verstehen überhaupt nicht mehr, was der macht, weil der macht ständig Sachen, die darf man eigentlich nicht. Weil wenn Menschen die machen, haben sie in 3000 Jahren gelernt, ist das nicht so gut. Aber die haben halt ganz viel einfach nicht gelernt und eben der hat halt viel mehr gelernt. Und der spielt jetzt besser als jeder Mensch und bis heute sind die weltbesten Go-Spieler am Versuchen zu verstehen, was der macht. Und er gewinnt halt immer. Nun, dieser Herr, den können Sie sich merken, das ist der Chef der Firma, die diese beiden Sachen publiziert hat, Demis Hassabis. Der hat tatsächlich, also dessen Lebenslauf war ganz interessant, der war erst Gehirnforscher und dann hat er im Jahr 2010 die Firma DeepMind gegründet. Merken Sie sich die, eine Startup-Firma, eben genau dazu. Und der hat auch einen Vortrag gehalten, ich habe den also selber mal erlebt, das war ein Saal mit Tausenden von Wissenschaftlern und dann sagt er so ganz locker, oh ja, also meine Aufgabe, mein wissenschaftliches Programm ist ganz einfach, ich löse erst, was Intelligenz ist und wenn ich das gelöst habe, dann löse ich alle anderen Probleme, denn dafür hat man ja Intelligenz. Und es hat keiner im Saal gelacht, sondern die wussten alle, der meint es ernst. Und was in den letzten paar Jahren passiert ist, hat gezeigt, der hat es ernst gemeint und hat die aberwitzigsten Sachen tatsächlich rausgekriegt. Und was man alles gemacht hat, nur so ein paar Beispiele. Schauen Sie, Eiweißkörper. Gibt es ganz viele. Die sehen alle so sehen die aus. Die sind irgendwie, eigentlich sind Eiweiße ja Ketten von Aminosäuren. Also, und wenn die aber die Ketten gemacht sind, weil die Aminosäuren, die sind mal plus und minus geladen, außen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann die Moleküle sind irgendwie auch eckig und komisch und so geformt. Und das heißt, das bleiben keine Ketten von Atomen, sondern am Ende gibt es da eine Kette von einzelnen Aminosäuren, das sind Moleküle. Und diese Ketten, wenn die fertig sind, dann schnurren die zusammen und dann gibt es irgendwie so ein Ding. Und die Kette bestimmt natürlich, wie die zusammenschnurren. Aber wenn Sie eine Kette von 200.000 Aminosäuren haben, ist es unmöglich zu berechnen, wie die zusammenschnurrt und wie die dann hinterher aussieht. Das weiß man seit 1972, da hat ein Nobelpreisträger gesagt, eigentlich müsste man das alles berechnen können, aber wenn Sie 200.000 Aminosäuren haben, und es gibt Proteine, die sind noch größer, dann haben Sie an der ersten Stelle 20 Möglichkeiten, denn wir haben 20 verschiedene Aminosäuren, die unsere Eiweißkörper in unserem Körper machen, und beim nächsten wieder 20. Das heißt, wenn Sie 2 haben, haben Sie 20 mal 20 Möglichkeiten. 3 haben Sie schon 20 mal 20 mal 20 Möglichkeiten. Bei 100 hätten Sie 100 hoch 20. Das sind schon mehr als Atome im ganzen Universum. Also, und bei 1000 ist es so explosiv, das können Sie nicht berechnen. Aber, und so kam man drauf, man kann ja versuchen,
das von einem Rechner lernen zu lassen. Wenn man dem die Sequenz gibt und ihm zeigt dann, also bei dem, dieses Protein hat die Sequenz und so sieht es aus. Jetzt lern doch mal von der Sequenz rauszukriegen, wie es aussieht. Und das hat man tatsächlich angefangen im Jahr 2018 und da gab es dann schon immer Wettbewerbe, das vorherzusagen. Und im Jahr 2018 hat AlphaFold, so wie AlphaGo, die Software hieß, die Go-Spielen gelernt hat, so hieß AlphaFold die Software, die Proteinfaltung gelernt hat. Und die konnte 2018 25 von 43 Proteinen relativ gut vorhersagen, wie die aussehen, und hat dann einen Preis gewonnen, nämlich den 13. Jedes Jahr wurde das ausgeschrieben. Also sie hat 25 von 43 gekonnt. Ja, und das hat man dann irgendwann immer besser gekonnt. Und das war das Beispiel. Und im Juli 2021 hat man das gesamte Human Proteome, also alle Eiweißkörper, die es bei Menschen gibt, das sind etwa 20.000, hatte man berechnet. Und zwar ganz genau. Das war im Juli 21. Im August 22 hatte man sämtliche Eiweißkörper, die es bei allen Lebewesen auf der Welt gibt, das sind etwa 200 Millionen ausgerechnet. Also 2018 25, 2021 20.000 und 2022 200 Millionen. Das gibt Ihnen die Idee, wie diese Forschung funktioniert. Das explodiert. Und zwar jetzt gerade. Und diese Moleküle, das ist kein Spaß, wenn man die berechnet. Viele Krankheiten beruhen darauf, dass irgendeine Mutation dafür gesorgt hat, dass die Aminosäurenkette ein bisschen anders aussieht und dann das ganze Ding ein bisschen anders aussieht und dann die Funktion, die von bestimmten Löchern und Kanten und Ecken bestimmt wird, nicht mehr so gut funktioniert. Wenn Sie also die sämtliche Proteine, die es auf der Welt gibt und vor allem alle 20.000, die wir im Körper haben, wenn Sie wissen, wie die aussehen, dann können Sie auch sich gut überlegen, wie die Krankheiten, welches Aussehen, wie verändern, und dann können Sie sich kleine Moleküle überlegen, die man da dran tun kann, um diese Funktion wieder zu beheben. Die nennt man Medikamente. Medikamente sind nichts anderes als kleine Moleküle, die an den großen andocken und dann die Funktion irgendwie wieder verbessern. Nach dem Motto, diejenigen, die sich um die Entwicklung neuer Medikamente kümmern, die können jetzt auf Daten zurückgreifen, die von dieser Firma kommen und nebenbei kostenlos für die ganze Welt zur Verfügung stehen. Die können darauf zurückgreifen, was dazu führen wird, das schreibt die Financial Times im März 2022, dass wir jetzt sozusagen einen Turbolader haben, was Medikamentenentwicklung anbelangt. Und wir werden, so alt wie wir, wenn ich so gucke, sind, werden Sie alle noch erleben, dass wir mit Medikamenten, über die wir heute noch gar nicht nachgedacht haben, Krankheiten behandeln werden können, die wir heute nicht behandeln werden können. Und das wird nicht Jahrzehnte dauern, sondern ein paar Jahre. Das wird so kommen. Genau deswegen, weil das möglich war mit Rechnern, die selber gelernt haben und dann selber überlegt haben, wie sieht denn das Ding aus. Noch zwei Beispiele. Ich will sie nicht langweilen, aber ist es nicht wahnsinnig interessant? Und vor allem, das passiert alles jetzt gerade. Die letzten 5 Jahre. Ich rede nur von den letzten 5 Jahren. Einstein, Sie wissen, der hat sich mit Weltall beschäftigt und alles Mögliche und Licht und Raum und Zeit. Der hat 1936 hat er eine verrückte Sache gemacht. Er hat sich Folgendes überlegt. Nämlich, es könnte doch sein, dass ein Stern irgendwo ist und dann ein anderer Stern dazwischen. Und dann gucken wir von der Erde aus diesen Stern an, der zufällig genau hinter einem anderen Stern liegt. Und weil nun meine Theorie gilt, die Relativitätstheorie, nach der sich große Massen Lichtstrahlen, die sich ausbreiten, ablenken. Deswegen müsste man das Licht von dem Stern, hinter dem Stern, man sieht den nicht, aber es müsste, wenn man sich das jetzt dreidimensional vorstellt, müsste um den Stern rum ein Kreis sein, mit dem Licht des Sterns dahinter. Das hat der Einstein sich 1936 überlegt. Hat aber auch gleich gesagt, naja, also erstens mal haben wir nicht genug Sterne, dass dieser Fall mal eintreten könnte. Denn in der Milchstraße gibt es nicht so viel und in der Milchstraße die Sterne mehr sehen wir halt nicht. Die anderen sind ja viel zu weit weg. Deswegen dieser Fall wird aus Zufall nicht eintreten.
eintreten und zweitens haben wir keine Teleskope, die das finden können, die sind viel zu schlecht. Hat er beides 1936 gesagt. Steht, können Sie alles hier nachlesen. Ne? Was er sich nicht überlegt hat, ist, dass wir in wenigen Jahrzehnten so gute Teleskope haben, dass wir nicht Sterne angucken können, sondern ganze Galaxien, so wie unsere Galaxie, wo ein paar 100 Millionen Sterne drin sind. Ne? So gibt es ja ganz viele Galaxien und die können wir heute alle angucken und von denen gibt es viel mehr als Sterne. Und da kann es dann schon mal sein, dass da hinten ein Sternhaufen ist, x Millionen Lichtjahre weg und dann dazwischen noch einer und dann wir. Und dann müsste es sowas geben wie eine ringförmige Galaxie um eine andere Galaxie rum. Da unten sehen Sie es. Man nennt das Ding Einstein-Ring und das Ganze nennt man auch Gravitationslinse und die erste wurde 1987 entdeckt. Jetzt haben Sie nicht nur Hubble, das ist ein Bild von Hubble, dem Weltraumteleskop, was wir schon länger haben. Jetzt haben Sie das James-Webb-Teleskop und was macht es? Dauern ganz viele Bilder noch viel genauer. Problem ist, diese Bilder sind alle von einem winzig, winzig, winzigen Teil vom Himmel. Das macht ja keine Bilder so, ja? Macht winzige Bilder. Wie viele? Milliarden. Problem, die kann kein Mensch angucken. Wie findet man deswegen die Dinger? Man bringt ein Gehirn bei, im Elektronischen, das lernen kann, wie die aussehen. Und kann dann Milliarden von Bildern, die Teleskope heute gemacht haben, durch das Ding schicken und dann soll der mal nach dem suchen. Wie viel von denen hat man mittlerweile dadurch entdeckt? Über 30. Also, ich habe eben über Moleküle geredet. Das ist so ziemlich das Kleinste auf der Welt. Ja? Jetzt habe ich über das Größte, was es überhaupt gibt, geredet, nämlich Galaxien. Und in beiden Fällen hilft genau das Gleiche, nämlich ein neuronales Netzwerk, was so funktioniert wie das Hirn, im Computer simuliert wird, hilft, Probleme zu lösen, die Menschheit, selbst wenn alle Menschen Astronomen würden und dann die Bilder angucken würden, das würde nicht reichen, könnte man ausrechnen. Das Ding macht's. Ja. Noch ein witziges Beispiel. Keilschrift. Älteste Schrift, wo überhaupt gibt. Hier sehen Sie es, wie es aussieht. In den Museen dieser Welt lagern Zehntausende solcher Tontafeln. Das ist kein Witz. Keilschrift-Text gibt es etwa 10-mal so viel Text wie das Lateinische und Griechische in der Antike zusammengenommen. Das wissen die wenigsten. Viel mehr Keilschrift als alles Römische und alles Griechische, was man an Texten von Platon und Aristoteles und Cicero und Caesar haben. 10-mal mehr. Problem ist, es gibt auf der Welt weniger als 100 Leute, die das lesen können. Denn in dieser Schrift sind mehr als 10 Sprachen geschrieben, so wie Sie mit unserer Schrift ja auch Englisch und Deutsch und Polnisch schreiben können, so können Sie mit Keilschrift halt auch mehr als 10 Sprachen schreiben. Wenn Sie also Keilschrift lesen wollen, müssen Sie erstmal die 10 alten Sprachen können und dann können Sie erstmal anfangen zu lesen. Und es gibt, wie gesagt, in Deutschland gibt es 3 bis 5, die das können. In Amerika so 20 und auf der ganzen Welt weniger als 100. Was kann man aber machen? Man kann mit diesen Tafeln, nämlich die, die man schon entziffert hat, kann man einem neuronalen Netzwerk die Tafeln füttern und den übersetzten Text. Und dann kann das Ding Keilschrift lernen. Und mittlerweile kann das Ding Keilschrift. Und mittlerweile ist es sogar so, das ist 2020, glaube ich, manchmal fehlt ja ein Stück. Und die Dinger sind so gut, die können dann sich überlegen, was könnten da gestanden haben. Das machen natürlich Altertumsexperten auch. Aber mittlerweile sind die Rechner, die das Keilschrift lesen können, so gut, dass sie bessere Ideen haben, was da gestanden haben könnte, wo es fehlt, als die Experten. Also die Assyriologen, die fragen heute den Rechner, was könnten da stehen, weil der kann es besser. Der kann einfach mehr Keilschrift im Kopf haben, als jeder Mensch, der je können wird. Wie mit Go spielen, die können auch besser Go spielen, weil sie Milliarden von Spielen gemacht haben können. Menschen, auch wenn sie alt werden, können nur ein paar Millionen Spiele gemacht haben. Deswegen sind die Rechner besser. Das ist mittlerweile eben, hier steht es nochmal, manchmal sind die, also they threw experts, nach dem Motto, die Experten haben gesagt, boah, Splitz, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Der Rechner ist drauf gekommen. Das ist ja das Verrückte. Dass diese Maschinen auf Sachen kommen, also selber Ideen haben, die auf die Menschen nicht kommen. Mittlerweile ist auch der erste mathematische Beweise waren früher so, die Mathematiker hatten Ideen und dann mussten sie am Computer rechnen, ob die Idee stimmt. Heute ist es fast umgekehrt. Es gibt mittlerweile einen Beweis,
Der ist einem neuronalen Netzwerk eingefallen und haben die Mathematiker gerechnet und gefunden, es stimmt. Die wären aber nie auf die Idee gekommen. So weit sind wir schon, dass die Maschinen kreative Ideen haben und dann die Menschen sagen, Potzblitz, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das klappt auch mit Griechisch und Latein. Auch letztes Jahr publiziert. Sie sehen hier einen Text, da fehlt viel und die Maschine hat es halt ersetzt. Das geht. Ja. Medizinische Diagnosen, Sie können heute, wenn Sie hier einen Fleck haben, Ihr Handy draufhalten und das irgendwo hinschicken und 10 Sekunden später kommt die Diagnose und das ist genauso gut wie ein Dermatologe. Das gibt es auch schon. In Nature publiziert vor 3 Jahren. Also was haben wir? Wir haben tatsächlich heute mehrere Phänomene. Wir verstehen das Hirn viel besser. Dadurch verstehen wir viel besser, was junge Menschen brauchen, damit sich ihr Gehirn gut entwickelt und was sie nicht brauchen. Und dadurch, dass wir wirklich verstanden haben, wie Gehirne Informationen verarbeiten, können wir Computer bauen, die so funktionieren wie Gehirne. Und die können heute Sachen lernen, die wir nicht mehr lernen können, weil die Computer schneller lernen können als wir. Und in Teilbereichen eben dann auch besser werden können als wir. Ist einfach so. Das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Denn wir werden ganz sicher gut dran tun, dass wir uns nicht verdummen lassen und vor allem, dass wir nicht zulassen, dass die nächste Generation verdummt. Das ist unsere Verantwortung. Und da müssen wir viel tun und unsere Kinder und vor allem die kleinen Kinder vor vielem schützen, was heute auf sie losgelassen wird und ihnen nachweislich nicht gut tut. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass manchmal die Maschine besser ist als wir. Daran haben wir uns im Grunde ja schon gewöhnt. Denken Sie an Taschenrechner und Kopfrechner. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Maschinen keine stumpfsinnigen Rechenknechte sind, wie man früher auch gesagt hat, sondern dass sie selber kreativ sein werden. Und das wird uns weiterbringen in vielerlei Hinsicht, aber wird auch zu Problemen führen. Nämlich, war das wirklich so eine gute Idee oder müssen wir nochmal drüber nachdenken? Die EU hat mittlerweile die Policy, wenn wir es nicht verstanden haben, wenden wir es nicht an. Das sagen die Amis sagen, wenn es funktioniert, machen wir es. Wir sind da vorsichtiger und ein bisschen zurückhaltender, was wahrscheinlich kein Fehler ist. Wir versuchen auch die schlimmsten Auswüchse, zum Beispiel der Datenspionage durch die Datenkraken und so weiter. Amis machen es einfach. Bei uns darf man es nicht. Aber ich habe Hoffnung. Warum? Weil die Menschen dort schlauer geworden sind. Ich kriege immer Mails von jungen Leuten, die, Herr Spitzer, ich habe Ihre Bücher gelesen oder heute haben Sie alle meine YouTube-Videos gesehen. Ich habe mein Smartphone weggeworfen. Vielen Dank, mir geht es seitdem viel besser. Ich kriege jeden Tag so Mails. Und die EU ist der größte Wirtschaftsraum. Und die hat ja die Datenschutzgrundverordnung gemacht. Und die Kalifornier haben sie mittlerweile auch nachgemacht. Die europäische. Warum? Die wollen uns ja auch ihren Kram verkaufen. Da müssen sie auch unsere Normen akzeptieren. Und das haben sie gemacht. Mit der Begründung, da können wir besser Geld verdienen. Ist okay. Aber sie müssen unsere Normen akzeptieren, was Privatheit und Datenschutz anbelangt. Und das ist wichtig, dass wir das selber machen und auch selber darüber nachdenken. Das hat was mit Freiheit, Selbstbestimmung und sogar mit Demokratie was zu tun. Und ich sage es nochmal, vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, hätte ich Ihnen vor 5 Jahren nicht erzählen können, weil man es da nicht wusste. Ja. Und zwar sowohl von den Auswirkungen digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche und auf unsere Demenzentwicklung, als auch was die künstliche Intelligenz anbelangt. Da passiert gerade ganz viel und es ist höchste Zeit, dass wir uns darum mehr kümmern und nicht so tun, als gäbe es das alles gar nicht. Denken Sie an die Kurzsichtigkeit. Andere Leute machen sich viel Gedanken, gerade um ihre Jugend. Wir wenig. Wir täten dran, es besser zu machen. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Professor, vielen herzlichen Dank für diesen faszinierenden und spannenden Vortrag. Und auch danke dafür, dass Sie uns komplizierte Vorgänge sehr einfach erklärt haben, sodass wir, glaube ich, sehr gut mitverfolgen haben können, wie gewisse Dinge in unserem Hirn funktionieren.
Und gerade der letzte Teil hat mich doch auch sehr nachdenklich gemacht, weil die Technik überholt den Menschen sozusagen, indem sie selber lernt. Und auf der einen Seite vielleicht auch zum Vorteil, auf der anderen Seite stecken da sicherlich große Gefahren drin. Vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen und auch für diese Hinweise und Denkanstöße. Ich darf Ihnen vielleicht noch eine kurze Frage stellen, und zwar, was kann man zum Beispiel die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in einer, oder wie kann man die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in einer so abgeschlossenen Region, wie es zum Beispiel Osttirol ist, auf der einen Seite positiv nutzen, aber wie kann man sich auch davor schützen? Ja, zunächst mal habe ich ja gelernt, dass Osttirol im Mittelpunkt der Welt ist und die Welt besteht dann noch aus Südtirol, der Schweiz und Bayern. Und wenn das so ist, dann haben Sie Riesenglück, weil Kalifornien gehört nicht dazu und da kommt der ganze Blödsinn her. Vielleicht kann man es auch anders sagen, wenn Sie eine kleine abgeschirmte Region sind, können Sie dauernd unterm Radar fliegen und in den Schulen alles vernünftig machen. Die in Wien kriegen es gar nicht mit. Und wenn allen mal klar ist, wie furchtbar das ist, was Sie die ganze Zeit gemacht haben, dann haben Sie lauter junge Leute, die fit sind und fürs Leben fähig und viel gelernt haben und haben alles richtig gemacht. Also insofern, Sie haben eine riesen Chance hier in Osttirol, nutzen Sie die einfach. Ja, mein Dienstgeber wird keine große Freude haben mit dieser Aussage. Sie halten dicht. Natürlich. Er ist das, was man Schulrat nennt in Deutschland. Insofern, er ist wirklich zuständig, aber Sie halten einfach dicht und dann ist alles gut. Jawohl. Etwas, was ich auch jetzt in den letzten Tagen, Wochen gelesen habe, ist diese Weiterentwicklung der sozialen Intelligenz, künstlichen sozialen Intelligenz, wo also auch Roboter oder Androiden gebaut wurden in Japan, die vor allem in der Altenpflege eingesetzt werden, die ja auch mit den Menschen sprechen, lachen können inzwischen auch. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ich glaube, die Japaner sind da schon sehr anders als wir, weil die finden das ja toll. Also die haben so einen kleinen weißen Seehund, der lächelt und singt und die Alten kuscheln sich an den und singen mit und so weiter. Also für mich ist es eine Horrorvorstellung, solche Dinge in Altenheimen zu verteilen, wo dann eben der kleine programmierte Seehund, Hänschenklein oder das Kufsteinlied singt mit den Alten und dass sie sich dann freuen. Also ich persönlich, also es gibt in Ulm ein Restaurant, da bedient einem schon so ein fahrendes Ding und bringt einem den Drink und auch das Essen und so weiter. Ich glaube, ja, das wird es geben und manche werden es lustig finden, manche werden sagen, ich habe einen Kellner lieber. Also da wird es auch viele Entwicklungen geben und auch viele Entwicklungen, die wieder zurückgehen. Sagen wir mal ein Beispiel, Sie können sich vielleicht an Google Glass erinnern, das war so eine Brille, die sollte uns Informationen, also man geht in die Disco und sieht dann das Bankkonto von allen, die da rumlaufen, da kann man schon überlegen, wen nimmt man, wen nicht und so. Oder man sieht, wer geschieden ist und so. Also das war ja alles sozusagen zum Greifen nah. Es hat nur keiner gewollt. Die Discos haben gesagt, Leute mit Brille, lassen wir nicht rein. Ja? Also das ist wieder von der Versenkung verschwunden. Ja. Jetzt der Herr Zuckerberg, der hat sich ausgedacht, wir heißen jetzt nicht mehr Facebook, wir heißen Meta, weil wir machen jetzt das Metaverse und da setzen wir uns alle nur noch so Brillen auf und dann wird alles simuliert. Also sie sind in einer völlig neuen Realität, es ist alles simuliert und sie können sich dann mit ihrem Freund und Albert Einstein und Marilyn Monroe in einem Lokal ihrer Wahl treffen. Virtuell. Und das Leben der Zukunft wird nur noch so sein, weil wer will denn das nicht? Und er hat mittlerweile in etwa seit einem Jahr propagiert er das. In der Zeit hat er die Hälfte seines Vermögens verloren. Weil kein Mensch daran glaubt, dass er irgendeiner da gerne mitmacht. Ja, der hängt da ganz viel Geld rein, sagt selber, das dauert noch 15 Jahre, bis wir so weit sind. Und wenn er in der Zeit jedes Jahr die Hälfte verliert, bleibt nicht mehr viel übrig. Ja? Wer will denn sowas? Wer will sich denn im virtuellen Raum mit Einstein und seinem Freund treffen? Ja? Also ich nicht. Ich treffe mich lieber beim Bier mit jemandem wirklich. Ja? Also ich glaube, da gibt es auch Entwicklungen,
Also wir sind halt Menschen und wir werden uns nicht so schnell ändern. Ja? Wir unterliegen zwar der Evolution, aber die geht Jahrhunderte und Jahrtausende. Und da zu glauben, wir werden dann irgendwann uns schnell an diese ganzen Sachen anpassen, das ist Unsinn. Also ich glaube, wenn Sie mal Zukunftsfilme von vor 50 Jahren sehen, da müssen Sie auch lachen. Weil man dachte, die Autos fliegen, Pustekuchen, die fahren heute immer noch genauso wie vor 50 Jahren. Ne? Und man dachte sich vieles aus, manches gibt's, aber manches, muss man heute lachen, gibt's halt nicht. Ja? Und ich glaube wirklich, wir werden mit Augenmaß die Entwicklung hoffentlich auch zum Teil mitbestimmen und nicht nur passiv ihr ausgeliefert sein. Und ich glaube, da sind die Karten besser als noch vor 20 Jahren, weil wir Europäer zusammengerückt sind und kapiert haben, dass nur wenn wir zusammenstehen, so wie die ganzen 50 Staaten in den USA, haben die überhaupt eine Chance, so groß zu werden. Und die sind groß geworden und Europa kann durchaus auch eine Stimme in der Welt haben, wenn der Kleinkram-Nationalismus wieder aufhört. Und das hoffe ich sehr. Ja, Herr Professor, Sie haben in diesem letzten Statement gerade gesagt, treffen wir uns auf ein Bier. Ich glaube, ein gutes Stichwort. Herr Professor, noch einmal herzlichen Dank. Entschuldigung, Protest. Wenn Sie schon den Professor Spitzer da haben, aus Baden-Württemberg, und das Publikum hier ausschalten und nur Ihre paar Fragen gehen lassen, das halte ich für unfair und es ist auch keine Art, gut zu kommunizieren. Ich bitte darum, dass jetzt auch das Publikum Fragen stellen darf, denn der Professor Spitzer fährt heute wieder nach Hause und ist weg. Also ich übernachte hier, Gott sei Dank. Aber deswegen habe ich tatsächlich auch die Zeit, wenn Sie noch eine Frage haben oder wenn Sie noch mehrere Fragen haben, an mir soll es nicht liegen, finde ich einen guten Vorschlag, wenn Sie noch ein paar Fragen haben. Es wurde vorneweg überlegt, klappt es? Und manchmal bei einer großen Veranstaltung, wenn dann auch noch Livestream erfolgt, ist es schwierig, das zu koordinieren. Aber wenn hier im Saal jetzt noch eine Frage ist, eine dringende oder zwei oder auch drei, bitte, dann stellen Sie die. Ja. Sie haben ja das Kindergartenalter als so prägend und wichtig beschrieben. Was müssen wir tun, ich stelle zuerst mal die Frage, so, um unsere Kleinkinder noch blöder zu machen oder umgedreht? Wie nutzen wir dieses Zeitfenster der Lernentwicklung optimal? Denn ich zurückdenke an meine Jugend, das wurde nicht genutzt. Und auch später die Jugend nicht, denn in den beiden Zeit bis 18 hatten wir keine Bibliothek zur Verfügung, in dem Ort, wo ich meine Schulung hatte. Aber ich würde mich stärkst interessieren für das Vorschulzeitalter, was Sie dazu sagen. Also da gibt es leider auch ungute Entwicklungen, zum Beispiel elektronische Kinderbücher, von denen man weiß, dass sie nicht so gut funktionieren wie richtige Kinderbücher. Sie dürfen alle am Kindle lesen. Oder an irgendeine, oder am iPad oder sonst wo. Ja? Aber ein Kind ist abgelenkt durch irgendwelche Stifte, wo man auf den Löwen drauf tippen kann und dann brüllt der oder so. Ja? Das sorgt nicht für ein besseres Verständnis der Sprache, auch nicht der Geschichte, sondern lenkt ab und führt tatsächlich zu weniger Sprachverständnis und auch zu weniger Geschichtenverständnis. Das heißt, wir wollen die Kinder in den jungen Jahren, also Vorschule auf jeden Fall, vor digitalen Medien schützen, denn da stören sie die Gehirnentwicklung, sie machen die Augen kurzsichtig und sie führen zu mehr Inaktivität, Passivität und damit zu mehr Übergewicht. Sie schaden also nur, und zwar massiv. Das halte ich für ganz wichtig. Ich sage das auch ganz, ganz deutlich, in Deutschland wird im Moment gerade über die Digitalisierung der Kindergärten intensiv nicht nur nachgedacht, sondern Geld in die Hand genommen. Das ist kriminell. Man schadet der Gesundheit und der Bildung junger Menschen. Und die Daten, die haben wir, das ist also nicht meine Meinung, es ist nachgewiesen, dass es da massive Schäden gibt. Und nochmal, passen Sie auf, dass das in Ihren Kindergärten nicht passiert. iPads haben im Kindergarten und Grundschule nichts verloren. Punkt, Ausschluss. Aber das war jetzt das Negative. Positiv, gerne. Ich glaube, in vielen Kindergärten wurde von vornherein schon ganz viel ganz gut gemacht. Und zwar einfach deswegen, weil die Kindergärten, die Kinder produziert haben, die eben nicht so pfiffig waren, die gibt es heute nicht mehr. Ja, weil die Gesellschaften
nicht so gut funktioniert haben. Sag ich mal ein Beispiel, was im Kindergarten gemacht wird, gemeinsam singen. Da muss man sich sehr im Griff haben. Jeder kann nicht losblöken, sondern man muss sozusagen Anfang, Ende, Erster gilt nicht beim Singen. Ja? Man muss gemeinsam anfangen, gemeinsam aufhören. Man muss sich im Griff haben. Das wird noch übertrieben, indem man zum Beispiel drei Chinesen mit dem Kontrabass auf U singt. Also online Vokale rausschmeißen und durch einen ersetzen. Silbe für Silbe, das ist kognitives Training pur. So Stoppspiele, alle Vögel fliegen hoch und dann das Gegenteil von dem, was man sagt, machen. Das ist kognitives Training pur. Und das gab es schon im Kindergarten, da gab es den Ausdruck kognitives Training noch nicht. Warum? Weil Erzieherinnen gemerkt haben, was funktioniert und was den Kindern was bringt und was die Kinder weiterbringt und was nicht. Und da gibt es Gott sei Dank schon eine lange Tradition. Und wir können heute, wenn wir neurowissenschaftlich im Kindergarten unterwegs sind, können wir viele Dinge finden, die wurden schon automatisch richtig gemacht. Manchmal kommt dann Pädagogik dazu und dann geht es furchtbar daneben. Kinder, seid mal still, wir machen jetzt Sprachtraining. Ja, so Sachen gibt es und die nützen, das ist genau falsch rum. Ja. Sprachtraining macht man, indem man spricht und nicht, indem man still ist. Ja. Zum Beispiel. Und da wird auch vieles, also wenn man diese Brille aufhat, der Neurowissenschaft, dann kann man sofort sehen, das ist super, das ist nicht so gut und das taugt sicher was. Und mit dieser Brille kann man natürlich den Lehrplan auch im Kindergarten nochmal durchgucken. Da kann man Sachen finden, die kann man rausschmeißen und dann kann man Sachen finden, die kann man dann noch stärken. Wichtig ist, dass man im Kindergarten schlaue Leute hat, gebildete Leute, weil Kinder viele Fragen haben und wenn dann die Erzieherin immer sagt, weiß ich nicht oder wir können es googeln, das nützt der Erzieherin gar nichts, wenn sie nicht vorher was weiß. Deswegen brauchen wir schlaue Leute. Deswegen in Deutschland fangen wir jetzt an, die Grund- und Hauptschullehrer so gut zu bezahlen wie die Gymnasiallehrer. Bei den Erzieherinnen sind wir noch nicht angekommen, aber wir haben immer am Anfang gemacht. Weil tatsächlich, wenn Sie die Kurve angucken und sich dann fragen, wo müssen die Spezialisten für gute Bildung hin? Natürlich da, wo sie passiert. Und nicht denken, ja, die müssen satt und sauber sein und das war es dann etwa. Ja? Sondern nein, da passiert ganz viel Bildung und deswegen müssen wir die Bildung, gerade im Vorschulbereich, noch viel ernster nehmen. Nicht indem wir es verschulen, sondern indem wir es gerade nicht verschulen, sondern uns bei allem, was wir da machen, überlegen, inwiefern tut es dem Kind gut und seiner Entwicklung gut. Und da kann man sicher noch vieles besser machen. Und vor allem eins, genug Leute haben. Das ist doch ganz klar. Also wenn der Kindergarten dann nicht stattfindet, weil eine Erzieherin für 18 Leute zuständig ist, und das ist in Deutschland zum Teil der Fall, dann ist es natürlich nicht gut. Und wenn der Schlüssel, wie war der Schlüssel in den sumerischen Schreibschulen? 1:6, 1:7. Das ist ein guter Schlüssel. Denn ein Lehrer kann 6 oder 7 gleichzeitig noch ganz gut beurteilen, kann mal zu allen reden, mal zu einem. Er kann mit 6 oder 7 kann man super Unterricht machen. Ja? Mit 25 nicht mehr so gut. Und solange diese Schlüssel noch nicht so gut sind und man hat Geld übrig, dann sollte man es nicht in iPads für Kindergärten investieren, was wir Deutschen jetzt machen, sondern mehr Erzieherinnen im Kindergarten. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Gerade Moment bitte, ich muss mit dem Mikrofon hin, weil sonst haben wir Probleme bei der Frage. Ich kann die Frage wiederholen. Also machen Sie es. Gibt es Erfahrungen von negativen Ausführungen der künstlichen Intelligenz? Sie haben gesagt, sie entwickeln sich selbst, bringen sich selbst Sachen bei. Gibt es auch schon negative Erfahrungen? Ja, also tatsächlich gibt es die. Das Beispiel, was mir am meisten zu denken gegeben hat, ist folgendes, dass natürlich das Militär darüber nachdenkt, künstliche Intelligenz einzusetzen. Ganz konkret geht es zum Beispiel darum, ob man Waffen baut, die dann autonom funktionieren, also wo dann die Drohne selber die Entscheidung fällt, den bringe ich jetzt um. Und das ist wahrscheinlich schon passiert. Das Interessante ist, dazu gibt es viel Literatur mittlerweile, also das ist, was ich sage, ist alles publiziert, nicht geheim. Man hat dann gesagt, das müssen wir so behandeln wie ABC-Waffen, das müssen wir verbieten. Das ist ja schrecklich, wenn mittlerweile dann die Maschinen automatisch töten. Ja. Das Interessante ist, dass da keiner eingewilligt hat. Also man hat das vorbereitet, so einen Vertrag für die Staatengemeinschaft,
hat keiner mitgemacht, weil jeder wusste, der andere macht es eh. Und wenn es dann so, wenn jeder denkt, der andere macht es, dann macht keiner mit, weil jeder denkt, wenn ich nicht mache, aber der andere hat ja am Ende gewonnen. Das ist passiert. Was leider auch schon passiert ist, ist, oder was interessanterweise auch schon passiert ist, ist Folgendes, dass die Militärs sich selber überlegen, dass Krieg ja eigentlich eine ganz menschliche Sache ist, weil es ständig um Werte geht und um Werteentscheidungen, wenn im Krieg Entscheidungen gefällt werden. Da geht es um Menschenleben, da geht es um, dass man das und das nicht macht und das machen kann oder das vielleicht darf und da muss man abwägen und so weiter. Und da sagen, gibt es wirklich Publikationen vom amerikanischen Militär, die dann schreiben, also wir müssen den Menschen im Loop drin haben. Den dürfen wir nicht aus dem Loop rausnehmen. Dann sagen sie aber wiederum, weil die Maschinen ja viel schneller sind als wir Menschen und wenn es dann zum Konflikt kommt, hier sind die Menschen im Loop und hier sind sie nicht im Loop, dann gewinnt natürlich der, weil er schneller ist. Nach dem Motto, mit den Militärs ist mittlerweile klar, entweder sie schaffen sich selber ab, dann sind sie nimmer im Loop, dann machen die Maschinen alles, aber dann haben sie auch gar keine Funktion mehr. Ja? Oder, und dann ist das Ganze auch jeglicher Ethik enthoben. Das wollen sie nicht. Wenn sie es aber nicht abschaffen, dann verlieren sie. Das wollen sie auch nicht. Und das ist im Moment gerade der Konflikt, den die Militärs mit sich selber haben. Ja? Wir überlassen das Feld der künstlichen Intelligenz, dann gewinnen wir, oder wir tun das nicht und dann verlieren wir. Was machen wir denn jetzt? Die Frage ist nicht beantwortet. Aber das lässt einem erahnen, wie gruselig es auch werden kann. Und insofern, ja, das kann es. Und ich habe Ihnen gleich das mir bekannteste, schlimmste Beispiel erzählt. Es gibt andere Dinge, da denkt man, naja, das kann, also noch ein Beispiel, publiziert vor einem halben Jahr, der automatische Debattierer. Sie können mittlerweile, hat man gemacht, eine Maschine bauen, die selber debattieren kann. Also sollen wir Kindergärten mit öffentlichen Mitteln finanzieren? Ja, nein. Und Sie kennen das, es gibt ja so Debattierclubs, da kann man dann der A und der B, da hat man so einen Raum wie hier und dann wird vorneweg gefragt, wer ist für Ja, wer ist für Nein, Hand hoch und dann debattieren die beiden, der eine ist dafür, der andere ist dagegen und dann macht man wieder Hand hoch und wenn einer gut debattieren kann, dann hat er mehr Meinungen auf seine Seite gezogen und der andere weniger und so kann man dann durch Publikumsbefragung feststellen, wer ist der beste Debattierer. Sind wir beieinander? Das hat man schon gemacht. Und da hat man festgestellt, dass manchmal die Maschine besser war als ein Mensch, was das Debattieren anbelangt. Also die kann zum Teil besser debattieren. Das Problem ist, dass wenn Maschinen besser debattieren als wir in Interaktionen, also in Diskussionen, dann hat man natürlich das Problem, dass wenn wir irgendwann politische Diskussionen haben und die Maschinen besser sind als wir, dass dann derjenige, der die Maschinen kontrolliert, immer gewinnt. Politisch. Das wollen wir nicht. Und das ist ein weiteres Problem, was im Moment sich auftut. Das wird aber in einem Kommentar zu diesem Artikel in der gleichen Zeitung, also Zeitschrift Nature hieß es so schön, wir werden dafür sorgen müssen, dass immer klar ist, ob am anderen Ende eine Maschine debattiert oder ein Mensch. Weil wenn das nicht klar ist, dann kann es sein, wir haben immer schon verloren, weil wir halt nicht so gut sind wie die besten Maschinen. Und wenn es heute schon einen Debattierer gibt, der manchmal einen anderen Debattierer schlägt, dann dauert es nicht lang und der gewinnt immer, so wie es beim Schach und beim Go und so auch war. Ja. Deswegen, also auch bei Dingen, wo man denkt, ah ja, diskutieren, das können die nicht. Und wie? Das kennen die auch schon. Macht dann auch ein bisschen nachdenklich. Ja. Also wir werden gute Gesetze brauchen und guten Schutz vor Auswüchsen. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sich ganz klar sagen, was ich Ihnen genannt habe, sind schon Auswüchse. Ich habe Ihnen hier das Babyklo mit iPad-Halter gezeigt. Davor schützt uns kein Gesetz. Da müssen Eltern auf die Idee kommen, das ist nicht gut für mein Kind. Wir haben aber 8 Stunden Medienkonsum bei 8-Jährigen. Wir verschenken Smartphones. Ja, nicht an 14-Jährige, sondern an Grundschüler. Das ist schrecklich. Das hat gesundheitliche Auswirkungen auf die Bildung. Das sollen wir nicht machen. Ja? Aber wo finden Sie sowas wie ein Gesetzentwurf, Smartphones unter 14 sind verboten? Wird höchste Zeit, dass man das macht, weil die machen Sucht, die beeinträchtigen die Gehirnentwicklung, so wie Alkohol, den verbieten wir ja auch unter 16. Und dann heißt es, naja, wir brauchen Medienkompetenztraining, am besten im Kindergarten. Ja, im
dafür braucht man natürlich Medien im Kindergarten, sonst kann man ja keine Kompetenz trainieren. Herrgott nochmal, wir Deutschen sind Weltmeister im Bierbrauen und Wein machen. Aber wir haben kapiert, dass wir kein Alkoholkompetenztraining im Kindergarten und Grundschule machen. Ja, Schnäpsel am Tag, damit man schon mal weiß, wie es geht. Ja? Aber bei den Medien, die machen auch süchtig, die schaden auch der Hygieneentwicklung, da wird es propagiert. So ein Unfug. Sie merken schon, ich kann dir das nicht emotionsfrei erzählen. Da passieren Sachen, die sind nicht gut und nachweislich nicht gut. Das ist nicht meine Meinung. Ich kann Ihnen zeigen mit medizinischer Literatur, wo die Schäden liegen. Und keiner hält sich dran. Das bringt mich auf die Palme als Arzt. War vielleicht ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Nochmal herzlichen Dank, Herr Professor. Zum Abschluss darf ich auch noch im Namen der Veranstalter mich recht herzlich bedanken bei der Marktgemeinde Lustdorf-Dewand und bei der Fellwand-Dauernstraße AG für die Unterstützung bei Organisation und Durchführung. Ganz großer Dank gilt den beiden Organisatorinnen Barbara Hassler und Manuela Glitzer. Auch der Dank geht an alle diejenigen, die mit und vordenken und mit uns gemeinsam die Zukunft verantwortungsbewusst mitgestalten. Ich darf mich inzwischen von den Zuhörern via Livestream verabschieden. Danke fürs Dabeisein. Ich denke, ihr habt einen spannenden und tollen Vortrag erlebt. Auch bei euch hier im Saal darf ich mich ganz herzlich für euer Kommen bedanken. Und die Vordenker freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen bei einer der nächsten Veranstaltungen. Wenn Sie jetzt nach Hause gehen oder fahren, verlassen Sie sich nicht nur auf die Assistenten im Auto, vertrauen Sie auf Ihre Künste, auf Ihre Intuition. Kommen Sie gut nach Hause. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.